Das ist einmal ein Antrag der FDP zum Thema Cannabis-Modellprojekte durchzuführen. Das bedeutet, dass Kommunen einen Antrag stellen können, ein Modellprojekt durchzuführen. Das ist zwar jetzt auch schon möglich, aber die Hürden sind sehr hoch. Es wurde noch nie ein Cannabis-Modellprojekt vom BfArM, das ist die Bundesanstalt für Arzneimittel und Medizinprodukte, genehmigt. Genau, die wollen die Hürden runtersetzen, dann könnten Kommunen eine regulierte Abgabe von Cannabis durchführen, die das beantragen und wollen. Und dann gibt es einen Antrag der Grünen zum Cannabis-Kontrollgesetz. Das ist im Prinzip eine staatlich regulierte Abgabe von Cannabis durch Cannabis-Fachgeschäfte, also die Legalisierung. Und dann haben wir noch als Linke einen Antrag im Verfahren, der fordert Entkriminalisierung. Dazu muss ich vielleicht zwei Sätze erstmal vorweg sagen. Wir als Linke sind für eine Legalisierung von Cannabis, ganz eindeutig. Wir haben aber gesagt, es macht Sinn, einen Antrag zu stellen, der einen Zwischenschritt aufzeigt, weil wir natürlich wissen, wir haben im Bundestag ersichtlich keine Mehrheit für eine Legalisierung. Also auch die SPD ist nicht für eine Legalisierung. Das heißt, Grüne und wir sind für, Linke sind für eine Legalisierung. Wir haben ein bisschen unterschiedliche Modelle, dazu könnte ich nochmal später was sagen. Genau, und deshalb haben wir gesagt, wir machen einen Entkriminalisierungsantrag, weil das ja eigentlich das ist, was alle Parteien, außer der Union natürlich und der AfD, eint, nämlich eigentlich, dass wir eine Entkriminalisierung alle wollen. Entkriminalisierung bedeutet im Kern, dass man erstens eine geringe Menge selbst anbauen darf, also zum Beispiel drei Pflanzen, und zweitens man bis zu einer bestimmten geringen Menge kein Strafverfahren stattfindet. Wir schlagen 15 Gramm vor. Und dann in den Fällen soll die Staatsanwaltschaft verpflichtet sein, das Strafverfahren einzustellen. Genau, das ist sozusagen, also im Prinzip bei der Entkriminalisierung sind Ankauf, Besitz und natürlich der Konsum straffrei. Der Verkauf an Anbau, für den Verkauf wäre dann weiter strafbar. Wie gesagt, das ist ein Zwischenschritt, der sich zum Beispiel orientiert am portugiesischen Modell. Genau, das sind sozusagen das, was auf dem Tisch liegt derzeit. Ja, du hast ja gerade schon die unterschiedlichen Anträge im Bundestag ins Spiel gebracht. Das möchte ich noch mal kurz aufgreifen. Und zwar gab es ja das kleinste Staatsformat, das ist kein Ökologie. Ich bin auch gleich später eure Anfrage eingegangen und habe gefragt, wieso ist gerade kein Ökologie. Ich würde gerne von dir wissen, gab es da eine Antwort drauf und wenn ja, wie ist die ausgegangen? Ja, vielleicht sage ich erstmal vorweg, natürlich, wir haben eine relativ große, kleine Anfrage gemacht mit über 32 Fragen. Da kommen auch ganz viele Unterfragen zu. Also die Idee bei der kleinen Anfrage ist im Prinzip, die Argumente der Verbotsbefürworter auseinanderzunehmen. Also, dass wir sozusagen sukzessive deren Argumente nehmen und uns mit sozusagen die abfragen, die Argumente. Und die Bundesregierung ist ein Akteur der Verbotsbefürworter. Und deshalb haben wir diese kleine Anfrage an Sie gestellt. Und da das ja anscheinend für Daniela Ludwig auch ein Argument war, dass Cannabis kein Brokkoli ist, haben wir das einfach mal nachgefragt. Ist aber natürlich nicht die entscheidende Frage. Und leider ist die Antwort auf die kleine Anfrage noch nicht da. Sie wird sich 4 Wochen verspäten. Also wird das am 27.10. erwartet. Habe ich ein bisschen Verständnis für, das Gesundheitsministerium hat gerade natürlich mit Corona auch die Hände voll. Aber genau, ich hoffe, dass dann am 27.10. wir eine Antwort haben und mal schauen, ob die Verbotsbefürworter auch fundierte Argumente haben zu den wissenschaftlichen Erkenntnissen, die es gibt. Ja, da sind wir auch gespannt. Ich frage jetzt nochmal dich, Robert, um mal so ein bisschen die Grundlagen noch aufzufrischen, wurde denn Cannabis überhaupt kriminalisiert und haben da auch, so wie wir es aus den USA wissen, auch in Deutschland eben vielleicht auch Hintergründe, die man rassistisch nennen könnte und auch vor allem wirtschaftliche Interessen auch eine Rolle gespielt? Also auf alle Fälle muss man feststellen, wenn man in die Historie reingeht, dass die Prohibition ein soziales Konstrukt ist und überhaupt nichts damit zu tun hat, mit welcher Substanz welche gesundheitlichen Risiken verbunden sind. Das hat sich historisch entwickelt. Die von Niemeyer schon zitierte Bundesdrogenbeauftragte sagt ja immer, wir haben schon mit Nikotin und Alkohol zwei gefährliche Volksdrogen, wir wollen nicht noch eine dritte dazu haben. Und Alkohol sei sowas wie abendländisches Kulturgut. Und damit fängt die Geschichtsklitterung an. An dieser Stelle fängt sie an. Die Drogenprohibition ist 100 Jahre alt. Die erste Prohibitionspolitik richtete sich gegen Alkohol in den USA in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Da kann man auch so modellartig dran sehen, zu welchen Konsequenzen die Prohibition führt. Nämlich zum Entstehen eines Schwarzmarktes, zu gigantischen Profiten,
derjenige, die das Angebot an diesem Schwarzmarkt bedienen. Da ich ja bei den Linken bin, kann ich mal so ein bisschen mich anlehnen an Karl Marx und sagen, die Drogenprohibition war die ursprüngliche Akkumulation des Kapitals für die organisierte Kriminalität in den USA. Mhm. Aus unterschiedlichen Gründen hat man dann Ende der 30er Jahre davon Abstand genommen, Drogen weiterhin zu kriminalisieren, weil auch die gesundheitlichen Folgen des Schwarzbrennens verheerend war. Und dann begann eigentlich in den USA sozusagen der Feldzug gegen andere psychoaktiv wirkende Substanzen. Ist mit einem bestimmten Namen verbunden, Harry Joseph Anslinger, der schon bei der Alkoholdrogenprohibition die Anti-Drogen-Behörde in den USA geleitet hat. Der ist dann sozusagen übergeführt worden in die Nachfolgeorganisation und da ist dann Cannabis. Da wurden sozusagen die Grundlagen gelegt für die Cannabis-Prohibition. Das hatte zwei Gründe. Alkohol als Droge der Weißen, Cannabis als Droge der Schwarzen, zum Teil der Latinos. Also von Anfang an hatte diese Prohibitionspolitik mit der Differenzierung in gute und böse Drogen rassistische Argumentationsmuster. Und zum Zweiten hatte sie ökonomische. Also Anslinger, sein Schwiegervater, wenn ich mich richtig erinnere, war Großaktionär des Pharmakonzerns DuPont. Das heißt, die Pharmaindustrie hatte ökonomische Interessen, ihre Produkte auf den Markt zu bringen. Und Naturhanf, was ja eine lange Tradition als Heilmittel hat, war dann sozusagen der Gegner dieser Pharmaindustrie. Und der zweite Aspekt, Hearst, verbunden, Verleger, Holzproduzent, Cannabis sollte ersetzt werden oder Hanf sollte ergänzt werden durch Holz als Grundlage für die Papierproduktion. Und das fiel in dieser Position zusammen. Und Herr Anslinger war sehr rührig. Ne? Also er hat aus dieser Funktion heraus innerhalb der Vereinten Nationen dafür gesorgt, dass durch Resolutionen auf der Ebene der Vereinten Nationen 1961 die erste Cannabis kriminalisiert wurde. Und dann gab es einen weltweiten Prozess der Prohibition, der dann auch in Deutschland Platz griff. Es gab zwar schon zu der Zeit das Reichsopiumgesetz, aber das wurde eigentlich durch die Strafverfolgungsbehörden überhaupt nicht exekutiert. 1972, kurz nach 68, kam das Betäubungsmittelgesetz in der gegenwärtigen Form. Und das führte im Laufe der Jahre bis heute zu einem dauerhaften Anstieg der Verfolgung, des Verfolgungsdrucks, der polizeilichen Ermittlungsverfahren, der Strafverfahren wegen der Umgangsformen mit diesem Produkt. Also das war jetzt sehr gerafft. Dieser Überblick sollte eigentlich nur zeigen, es hat ökonomische, soziale Gründe, dass wir diese Prohibitionspolitik haben. Und es ist nicht darauf zurückzuführen, dass die kriminalisierten Substanzen eine besondere Gesundheitsgefahr für die Konsumierenden haben. Wissenschaftliche oder ein sonstiger Form sinnvolle Gründe. Wenn man das Ganze jetzt ändern will, rückgängig machen will, wo setzt man denn dann an? Was ist überhaupt, ich frage dich jetzt mal zurück, der Unterschied zwischen Legalisierung und Entlegalisierung? Also wenn man ganz Großes anpacken will, dann muss man die Single Convention on Narcotic Drugs verändern. Das ist das internationale Einheitsabkommen, das 1961, also sozusagen eine Folge sozusagen die in den 30er Jahren anfing sozusagen, und dann 1961 mündete in einem völkerrechtlichen Vertrag. Völkerrechtlicher Vertrag heißt, der ist für Deutschland bindend. Deutschland hat ihn ratifiziert, unterzeichnet. Der ganz entscheidende Punkt wäre eigentlich, dieses Einheitsabkommen zu ändern, weil da drin ist zum Beispiel auch die Cannabispflanze als Drogenpflanze gebrandmarkt und verboten. Ja, also sozusagen die Mitgliedstaaten werden verpflichtet, das zu verbieten. Ich finde ehrlich gesagt, das Einheitsabkommen könnte insgesamt in die Mülltonne, also auch bezüglich der anderen Drogen, die dort darüber verboten werden. Genau, aber das wäre sozusagen der ganz große Wurf, der passieren müsste. Aber da müsste man natürlich für auch Mehrheiten bei den Staaten haben. Das sehe ich derzeit nicht. Genau, und wenn wir in Deutschland ansetzen wollen, dann müsste man in der Tat ans Betäubungsmittelgesetz ran. Also sozusagen der einfachste Weg wäre halt, Cannabis zu streichen aus dem Betäubungsmittelgesetz. Also es gibt ja sozusagen eine Auflistung, welche Drogen sozusagen davon erfasst sind im BTMG. Und wenn man die Cannabispflanze da streichen würde, dann könnte man sozusagen
Ja, dann könnte man eben ein eigenes Gesetz machen, ein Cannabis-Gesetz, ja, indem man sozusagen den Umgang mit Cannabis regelt. Wie wir das auch bei Alkohol, wie wir es bei Tabak haben, ja, Tabakerzeugnisgesetz zum Beispiel, können wir eben ein Cannabis-Gesetz haben, in dem sozusagen geregelt ist, wie wird Cannabis vertrieben. Das finde ich tatsächlich auch wichtig, muss ich sagen, an der Stelle. Also natürlich könnte man sagen, man streicht Cannabis aus dem BTMG und macht gar nichts, dann wäre es einfach legal, weil es wäre nicht mehr verboten. Und was sozusagen nicht explizit verboten ist, dann könnte sozusagen jeder Späti, jeder Supermarkt könnte halt im Regal dann Cannabis mitverkaufen. Das ist aber gerade nicht die Idee, die wir als Linke haben, sondern was wir wollen, ist eine staatliche Regulierung, vorzugsweise über Cannabis Social Clubs, kann später nochmal erklären, was das ist, sonst eben über Cannabis Fachgeschäfte oder es gibt ja auch das uruguayische Modell über zertifizierte Apotheken, was ich aber sehr skeptisch sehe, dass Apotheken sozusagen für Drogenkonsum genutzt werden. Genau, aber das gibt sozusagen verschiedene Modelle, wie man es dann umsetzen könnte. Aber es ist möglich auf jeden Fall. Es ist eine Frage der Mehrheiten im Parlament, um die wir natürlich kämpfen und wo wir hoffen, dass, also wo natürlich viel Hoffnung ist darauf, was macht eigentlich die SPD? Die SPD hat ja vor einiger Zeit ein Positionspapier beschlossen, in dem sie eine Entkriminalisierung und Modellprojekte fordert. Also eigentlich das, was die FDP fordert und was wir als Linke fordern, das haben sie beschlossen. Wenn sie jetzt sozusagen genau umsetzen würden, was sie beschlossen haben, dann hätten wir vielleicht sogar eine parlamentarische Mehrheit. Genau, aber sie haben noch nicht mal, und das finde ich schon erstaunlich, dieses Positionspapier irgendwie zum Thema von in den Koalitionsausschuss gemacht. Also es gibt ja einen Koalitionsausschuss, der regelmäßig tagt. Und eigentlich müsste die SPD ihr Positionspapier da einbringen. Das tut sie nicht. Und das ist mir völlig unklar. Sie antwortet, also ich habe auch schon mal im Gesundheitsausschuss gefragt, wann sie das jetzt machen wollen. Da habe ich auch keine Antwort drauf bekommen. Und deshalb warte ich immer noch. Und warten wir alle darauf, wann die SPD ihre Beschlüsse umsetzt. Ja, dann warten wir also die Tanzfrühstunden. Und zwar geht es da auch um internationale Konzepte von Drogenpolitik. Also wie sieht es in anderen Ländern aus? Das bekannteste Beispiel ist ja wahrscheinlich jetzt auch in dieser Runde Niederlande, da kann man kaufen, erwerben und auch konsumieren. Welche anderen, du hast ja gerade schon Portugal genannt, unter anderem Uruguay, welche anderen internationalen Drogenpolitischen Konzepte gibt es denn da? Mhm. Ist jetzt beliebig, wer anfängt, oder? Also ich fange mal an, weil du hast ja die letzte Frage. Genau, fang mal an. In der Tat, es gibt unterschiedliche Modelle, weil, glaube ich, sich die Erfahrung durchsetzt, dass die Prohibition nicht nur Nebenwirkungen hat, sondern schädigend wirkt. Sie befördert die organisierte Kriminalität, sie bietet keinen Jugendschutz, es gibt keine Produktkontrolle, also all das, was wir als aufgeklärte Verbraucher eigentlich bei dem, was wir konsumieren, als Selbstverständlichkeit ansehen, gibt es auf einem kriminellen Markt nicht. Aus dieser Erkenntnis haben unterschiedliche Staaten unterschiedliche Konsequenzen gezogen. Ich fange mal mit den Niederlanden an, das ist ja wirklich naheliegend. Die Coffeeshops, also keine Entkriminalisierung, um in der Begrifflichkeit zu bleiben, sondern ein Duldungsmodell. Die Umgangsform mit Cannabis, und es bezieht sich nur auf Cannabis in den Niederlanden, ist weiterhin illegal. Nur der Vertrieb, der Erwerb und der Konsum aus Coffeeshops wird geduldet. Damit ist der kriminelle Markt natürlich in den Niederlanden nicht weg. Deshalb bin ich eher ein Skeptiker des niederländischen Modells. Er erleichtert für Cannabiskonsumenten den legalen Zugang, den quasi legalen Zugang. Portugal hat seine Drogenpolitik 2001, 2002 verändert. Also da haben wir schon fast 20 Jahre Erfahrungen sammeln können. Wenn man versucht, die deutsche Begrifflichkeit anzuwenden, haben sie nicht nur bei Cannabis, sondern bei allen BTM-Substanzen, also einschließlich Opiate, einschließlich Kokain, einschließlich Amphetamine und Methamphetamine, die Straftatbestände für Konsumenten zu Ordnungswidrigkeiten herabgestuft. Also die Leute werden nicht mehr bestraft, wenn sie konsumieren.
Wenn die Polizei oder die Strafverfolgung Kenntnis davon erlangt, kommen die Leute vor eine sogenannte Abmahnkommission, die nicht die Aufgabe hat, primär zu bestrafen, sondern sich ein Bild von den Lebensgewohnheiten des Konsumierenden zu machen und sehr abgestufte Empfehlungen, Weisungen, Ratschläge erteilen kann. Also bis hin zu nach dem Motto, ja, du weißt ja, dass das problematisch ist, hin bis zu Sozialstunden und nur in schwierigen Fällen Therapieauflagen und gegebenenfalls im Einzelfall auch eine Sanktionierung. Das Modell ist insofern erfolgreich, weil die Konsumraten, also Portugal war Anfang dieses Jahrtausends sehr stark betroffen, weil sie an den Transitwegen insbesondere des Kokainmarktes aus Lateinamerika gelegen haben. Deshalb gab es ganz hohe Konsumraten, die sind mit Inkrafttreten dieser Regelungen zurückgegangen. Das wäre ein erster Schritt, den wir auch in Deutschland ansatzweise diskutieren. Kann man nicht die Straftatbestände des Betäubungsmittelgesetzes für Konsumierende zu Ordnungswidrigkeiten herabstufen? Darauf könnten wir vielleicht später noch mal eingehen. Dann gibt es in der Tat die Legalisierungsmodelle, das bekannteste Legalisierungsmodell. Und ich bin ein absoluter Befürworter dieses Modells, ist Uruguay. Uruguay hat die ganze Wertschöpfungskette vom Anbau bis zur Abgabe an den Endkonsumenten unter staatliche Kontrolle gestellt. Über die Details kann man reden und streiten, aber das ist in der Tat, glaube ich, der Weg, bei 4 Millionen regelmäßigen Cannabiskonsumenten in Deutschland diese Nachfrage auf eine Art und Weise zu befriedigen, die unter staatlicher Kontrolle verläuft und damit auf die Sachen Jugendschutz und Produkttransparenz in der Tat Rücksicht nimmt. Seit 2015 immer noch ein bisschen in der Umsetzung. Sie arbeiten sehr stark mit Lizenzen für den Anbau und für den Handel dieser Produkte. Das ist ein System, was sich noch einspielen muss. Aber obwohl sich die Mehrheiten in Uruguay von einer eher linken Regierung zu einer eher konservativen verändert haben, ist es eigentlich unbestritten, dieses Modell. Ähnlich Kanada seit 2018, wo es noch relativ wenige Erfahrungen gibt, ja einen ähnlichen Weg beschreiten. Und dann gibt es sozusagen die kapitalistische Variante in unterschiedlichen Bundesstaaten der Vereinigten Staaten. Also Fachgeschäfte für Drogen, die durchaus das Image von Feinkostläden, wenn man das auf deutsche Verhältnisse überträgt, wo man eine große Produktpalette an Cannabisprodukten legal erwerben kann, wo es Einschränkungen gibt, was die Menge angeht. 5 Pflanzen, glaube ich, kann man dort selbst für den Eigenbedarf züchten. Es gibt Mengenbegrenzungen. Aber das ist so das Modell, was sozusagen eher marktwirtschaftlich ausgerichtet ist, wo ich mich gelegentlich frage, ist denn da genug Kontrolle im System oder ist die Dynamik, die sich dort entwickelt, die durchaus eine große ist, nicht so, dass bestimmte Anforderungen, die wir eigentlich stellen würden, nämlich vor allen Dingen auch Jugendschutz, je früher man anfängt mit dem Konsum, umso größer ist das Risiko, dass man sich gesundheitlich schädigt, ob die dort wirklich eingehalten werden. Also staatliche Regulierungsmodelle, was die Angebotsseite angeht und Entkriminalisierung, freie Nutzbarkeit innerhalb bestimmter quantitativen Margen, was die Nachfrage angeht. Das ist sozusagen das, was im Moment international auf dem Markt ist. Also wenn ich vielleicht direkt nochmal dazu, ich glaube sozusagen, was man noch, also ich teile die Kritik am niederländischen Modell, ich glaube beim portugiesischen Modell muss man noch, also erstmal alle Modelle sind besser als das deutsche, so das glaube ich, können wir völlig festhalten, so, also es gibt sozusagen kein Modell, also, ne, so, aber beim portugiesischen Modell, glaube ich, muss man noch einen Punkt ergänzen. Ich finde es schon sehr paternalistisch, weil natürlich sozusagen, du wirst erwischt und dann musst du zu dieser Kommission und die sagt böse, böse, böse. Und wenn du mehrmals erwischt wirst, dann ist natürlich, kriegst du auch eine Geldstrafe. Und es gibt sozusagen Studien, die sagen, es sind natürlich vor allem arme Menschen betroffen, weil natürlich arme Menschen die sind, die eher draußen konsumieren und eher erwischt werden und dann von dieser Kommission landen. Wäre natürlich der gut betuchte Manager sozusagen sein Kokain sozusagen im Büro schlieft und ihm niemand erwischt. Ja? So. Und das ist sozusagen, glaube ich, sozusagen eine Diskrepanz, die man im portugiesischen Modell sehen muss, dass es zulasten von armen Menschen tendenziell geht. Ein Modell, das ich noch ergänzen möchte, ist das katalonische Modell, das spanische Modell.
weil die setzen auf Cannabis Social Clubs. Das ist tatsächlich, in der Form gibt es das nirgendwo. Und das Club, also erstmal muss man wissen zum katalonischen Modell, es ist illegal, also es ist toleriert, also eine Tolerierungspolitik, so ein bisschen eine gewisse Ähnlichkeit zu den Niederlanden. So, ich könnte mir das eher als legalisiertes Modell vorstellen, also was Legales. Aber im Prinzip funktionieren diese Clubs ja so. Die Leute werden Mitglied dort, teilweise die Hürden sehr niederschwellig, also teilweise werden Touristen sozusagen auch wieder Mitglied für die 2 Wochen, die sie da im Urlaub sind. Aber grundsätzlich musst du Mitglied werden. Es gibt ein striktes Werbeverbot, also du nimmst die Geschäfte von außen kaum wahr. Es gibt eine Limitierung der maximalen Abgabemenge. Es hat aber auch, finde ich, so ein gewissen geselligen Charakter. Also weil du da eben, wie wenn du in der Kneipe sozusagen vielleicht ein bisschen Billard spielst und mit den Kumpels abhängst, sowas ist es eben bei Cannabis Social Club eben sozusagen mit Cannabis statt Alkohol. Und ich glaube schon, dass man auf diesem Modell aufbaut, weil es eben gerade nicht profitorientiert ist. Weil sozusagen die Mitglieder bauen ja für sich selber an, können das natürlich auch auslagern und sagen, X, bau für uns an und beliefere uns regelmäßig. Klar macht dann X sozusagen Gewinne, aber im Kern ist es kein Profitmodell. Also es ist kein Profitmodell, wo sozusagen der Club versucht, Gewinne zu erzielen. Also natürlich will er keine Verluste machen, aber wo jemand stinkreich wird, dadurch, dass er Cannabis verkauft. Und ich glaube, wenn man dieses Modell konsequent weiterdenkt, in ein legales Modell überführt, also nicht wie in Katalonien, wo es eben auch vom obersten Gerichtshof Spaniens leider als illegal eingestuft, aber wie gesagt toleriert wird. Und sagt uns ja, wir setzen vor allem darauf, dass Menschen solche Clubs gründen, ja, und dort für sich selber anbauen. Natürlich mit bestimmten Vorgaben, Jugendschutz, also ab 18 Jahren natürlich, Werbeverbot, also Information darf es natürlich, kannst natürlich eine Website haben und sagen, hier ist unser Club, ja, aber darfst jetzt eben nicht irgendwie Werbung schalten oder sowas. Und das ist gerade, sage ich mal, für die Leute, die regelmäßig konsumieren, auf jeden Fall ein Modell. Also Leute, die regelmäßig für Gelegenheitskonsumenten brauchst du natürlich die Fachgeschäfte, weil die jetzt nicht irgendwie Mitglied werden in einem Club, um 3-mal im Jahr einen Joint zu rauchen. Aber im Kern glaube ich schon, dass man, wenn man auf so ein Modell setzen würde, dann würde man eben auch nicht ein neues Marktsegment für den Kapitalismus schaffen durch eine Legalisierung. Also wo Leute sozusagen, also in Kanada kann man eben auch beobachten, wie große börsennotierte Unternehmen sehr viel Geld erwirtschaften damit. Ja? Und das ist, finde ich, nicht so das, also ich möchte sozusagen nicht dem Kapitalismus das nächste Marktsegment schenken, sondern es geht darum, dass Menschen selbstbestimmt ihren Konsum leben können. Und genau, da finde ich die Clubs auf jeden Fall einen guten Ausgangspunkt. Ja. Um nochmal auf die Effekte der Prohibition an sich zurückzukommen. Du hast ja gerade schon die Alkoholprohibition angeschnitten. Da ist es ja eben auch so gewesen, dass dadurch, dass eben ein großer Schwarzmarkt entstanden ist, denn die Leute haben selbstverständlich nicht aufgehört, Alkohol zu konsumieren, die mussten sich ja dann eben von Schmugglern erwerben, ist eben der Effekt eingetreten, dass gerade Alkohol im Endeffekt nicht entstanden wurde, weil eben einfach die Leute, die auf dem Schwarzmarkt das Ganze vertreiben, die eben getriggert werden können durch Drogenkonsum. So, und jetzt ist es natürlich so, dass es sehr viele Konsumenten gibt, die möchten gar nicht diese, ich sag mal, knappe Variante von Cannabis konsumieren. Die möchten lieber mal ein Leitbier Cannabis konsumieren und die möchten überhaupt nicht dieses Cannabis mit immer weiter steigendem THC-Gehalt haben. Der Schwarzmarkt hat zu viel Kontrolle, der THC-Gehalt steigt, der CBD-Gehalt, der auch antipsychotisch wirken kann, der dagegen steuern könnte, der wird immer niedriger und das ist ja auch was, was man eigentlich durch eine Legalisierung staatlich regeln könnte. Gibt es denn diese Effekte, seht ihr das in Deutschland auch so, dass einfach die Prohibition bei Cannabis auch gesundheitsschädliche Folgen hat und dass sich das auch mit der Zeit verschlimmert? Also in der Tat, du hast jetzt ja einiges zu den steigenden THC-Werten gesagt, also der Inhaltsstoff bei Cannabis, der Suchtpotenzial hat. In der Tat steigen, das kann man über Sicherstellungen polizeilich auch feststellen, sind die THC-Werte in den letzten 15 Jahren deutlich angestiegen.
Ob das Profitmaximierung ist, ist mir nicht so ganz klar. Aber wir produzieren ja gerade in Deutschland bei Indoor-Plantagen Cannabis mittlerweile mit einem hohen Energieaufwand. Also auch das mit dem steigenden Energieaufwand steigen die Kosten und damit muss man auch größere Gewinnmargen generieren. Aber natürlich ist es so. Natürlich ist es so, dass, wir hatten das gerade schon gesagt, dass der Schwarzmarkt nicht unter staatlicher Kontrolle ist. Also nirgendwo da, wo die Prohibition existiert, gibt es Systeme in der Polizei, in den Sicherheitsbehörden, denen es gelingt, die Kontrolle über diesen Schwarzmarkt auszuüben. Und die Folge ist in der Tat, dass die konsumieren, das gilt nicht nur, aber auch für Cannabis, das gilt auch für alle anderen Substanzen, sich am Markt irgendetwas einkaufen, von dem sie nicht wissen, was drin ist. Das ist sozusagen das grundsätzliche Problem, nicht nur was den steigenden Gehalt an Wirkstoffen angeht. Es gibt gesundheitsgefährdende Streckmittel, Breimengungen. Man findet alles Mögliche. Also unmittelbar hat der Schwarzmarkt gesundheitliche Risiken für die Konsumierenden. Ich möchte die THC-Diskussion ein bisschen entmythologisieren. Wir haben es immer noch damit zu tun, dass nur je nach Untersuchung zwischen 5 bis 10% aller Cannabis konsumieren einen risikobehafteten Konsum haben, was ihre eigene Gesundheit angeht. Es gibt keinen weltweit dokumentierten Fall, wo ein Todesfall auf den Konsum von Cannabis zurückzuführen ist. Man vergleiche das mal mit den Alkoholzahlen. Also man muss bei dieser Diskussion ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Man könnte es auch anders sagen, 95 bis 90% haben einen völlig unproblematischen Konsum. Und ansonsten scheint es mir zunächst erstmal eine Frage des Jugendschutzes zu sein, weil die Risiken, glaube ich, steigen, je früher man mit dem Kiffen anfängt. Und wenn man dann noch an Produkte mit hohem THC-Gehalt gerät, ist das Risiko noch größer. Ob da in der Tat sozusagen die von dir genannten Erkrankungen unmittelbar auf den Konsum zurückzuführen sind, ob sie nicht bei einer genetischen Disposition nur eine verstärkende Wirkung haben, ist, glaube ich, suchtmedizinisch immer noch ein zu untersuchendes Feld. Uns fehlen an diesem Punkt klare Erkenntnisse. Nur der Grundsatz ist richtig, der Schwarzmarkt gefährdet die Gesundheit der Konsumierenden. Deshalb wollen wir ein anderes Modell. Unterschiedlich gestaffelte Grenzen. Ja. Also genau, also um noch ein Beispiel zu ergänzen, vor einigen Jahren war eine junge Frau aus Mainz auf dem Weg zu einem Festival und saß im Taxi. Also saß im Taxi, nicht als Taxifahrer, sondern als Fahrgast. Und er hatte unter 3 Gramm Haschisch und Marihuana in ihrer Tasche. Es gab so eine Polizeikontrolle. Die Polizei hat sie auch tatsächlich
Also es ist ja überraschend, dass ein Taxifahrgast kontrolliert wird, aber sie wurde kontrolliert und die Polizei hat das Cannabis gefunden, unter 3 Gramm oder um die 3 Gramm. Staatsanwaltschaft hat eingestellt das Strafverfahren, weil geringe Menge. Das war, glaube ich, in Hessen ist das konkret dann passiert. Die geringe Menge, geringe Eigenbedarfsmenge bedeutet immer, dass bis zu dieser Menge soll die Staatsanwaltschaft einstellen. Das ist in den meisten Bundesländern 6 Gramm, hier in NRW sind 10 Gramm. Genau, und sie dachte erstmal alles gut, Strafverfahren eingestellt, und dann kam der Brief von der Fahrerlaubnisbehörde. Und die Fahrerlaubnisbehörde schrieb ihr, sie muss innerhalb 3 Tagen ein Drogenscreening vorlegen, sonst wird der Führerschein entzogen. Ich betone, sie hat nicht konsumiert, sie hat es in der Tasche dabei, sie ist nicht gefahren, sie saß im Taxi hinten drin. Ja? So, das heißt, du kannst deinen Führerschein schon verlieren als Cannabisbesitzer, wenn du es nur dabei hast, wenn du hier die Straße lang gehst und du wirst in eine Polizeikontrolle geraten, die Polizei meldet das an die Fahrerlaubnisbehörde weiter, ja, und dann kannst du deswegen deinen Führerschein verlieren. Das ist ziemlich krass. Du hast angesprochen, es gibt ja sozusagen die eine Variante, du hast was dabei, verlierst du den Führerschein. Die andere Variante ist, du hast was konsumiert und verlierst dann den Führerschein. Und da haben wir einen Grenzwert von 1 Nanogramm pro Milliliter Blutserum. Ein Nanogramm ist ein Billiardstel von 1 Gramm, also eine sehr geringe Menge. Ein Nanogramm im Blut ist im Prinzip die wissenschaftlich geringste Menge, die man nachweisen kann. Also unter das kann eigentlich ein Labor überhaupt keinen Nachweis erbringen. Das heißt, im Prinzip null Toleranz, wie du richtigerweise gesagt hast. Ja, und das ist schon ziemlich krass, muss man sagen, diese Null-Toleranz-Grenze. Also der Deutsche Verkehrsgerichtstag, der 56. Verkehrsgerichtstag, der hat, es sind Richterinnen und Richter, tendenziell eher konservativ, die haben gesagt, nein, sie sind für eine 3-Nanogramm-Grenze, eine Verdreifachung immerhin. Die Grenzwertkommission des Bundesverkehrsministeriums hat 3 Nanogramm vorgeschlagen, schon vor ein paar Jahren. Das heißt, alle Expertinnen und Experten, ja, alle Studien und so weiter sagen 3 Nanogramm, auch die meisten Staaten dieser Welt haben 3 Nanogramm oder sogar deutlich darüber hinaus. Ja. Es gibt, glaube ich, sogar irgendeinen Staat, der hat 18 Nanogramm, wenn du keine Ausfallerscheinungen hast. Das ist sozusagen sehr ungerecht derzeit. Und man muss eigentlich sagen, dass das, was man eigentlich im Strafrecht nicht mehr umsetzen kann, durch die geringen Mengen, weil die wenigsten Menschen werden mit mehr als einer geringen Menge erwischt, ja, was man im Strafrecht nicht mehr durchsetzen kann, die Leute zu bestrafen, das macht sozusagen die ideologisch basierte Prohibitionspolitik mittlerweile über den Führerschein und zerstört Existenz. Weil Menschen verlieren ja nicht nur ihren Führerschein, sondern danach auch oft ihren Job. Ja? Und das hat natürlich gravierende Folgen. Und wir haben als Linke einen Antrag im Bundestag eingebracht, um diese krasse Ungerechtigkeit zu beenden. Wir haben vorgeschlagen, analog zu der Promillegrenze eine 3-Nanogramm-Grenze zu haben, wo du sozusagen, da geht es um den Paragraph 316 Strafgesetzbuch, also um die Grenzen aber zu erklären, 0,3 Promille plus Ausfallerscheinung, also Schlangenlinien oder so, ist eine Straftat, 316 Strafgesetzbuch, Trunkenheitsfahrt. Das sagen wir sozusagen analog 3 Nanogramm plus Ausfallerscheinungen, also das wäre sozusagen dann die Straftat. Und die 10-Nanogramm-Grenze wäre sozusagen die Grenze, wo du sozusagen bei dieser 0,5 Promille analog bist. Das ist sozusagen jetzt nicht, also das ist sozusagen unterschiedlich, weil anders als bei Alkohol so einen linearen Abfall hast du bei Cannabis sozusagen so eine Kurve, die geht so runter sozusagen. Also fängt bei 100 Nanogramm im Blut an sozusagen ungefähr und geht dann steil runter. Also nach 3 Stunden haben die wenigsten eigentlich noch 3 Nanogramm. Also geht sehr, sehr schnell runter. Der Deutsche Handverband empfiehlt mindestens 8 Stunden, um das auch zu erwähnen hier einmal, 8 Stunden nach dem Konsum von Cannabis nicht Auto zu fahren, kann ich mich auch nur anschließen. Aber es ist halt sehr schwierig, auch das, also weil die Polizei kann ja sozusagen, es gibt ja diesen Urintest, den die dann machen, da wird so ein Abbauprodukt des THCs im Urin nachgewiesen, der sagt gar nichts darüber aus, den hast du teilweise tagelang später noch im Blut, ja, also da, und darauf findet dann natürlich die Blutkontrolle statt, aber die eben auch sozusagen wenig darüber aussagt, ob du überhaupt fahrtüchtig bist, so, ja, und deshalb brauchen wir andere Grenzwerte, weil das, was wir jetzt haben, ist tatsächlich extrem ungerecht. Darf ich kurz ergänzen an der Stelle? Also diese unterschiedliche Behandlung von Alkohol auf der einen Seite, jetzt Cannabis anhand des Führerscheinrechts, hat überhaupt keine wissenschaftliche Grundlage. Ja. Es ist rein ideologisch bedingt und man kann es nur verstehen vor dem Hintergrund legal, illegal.
Bei den Promillegrenzen im Verkehrsrecht, was Alkohol angeht, wissen wir über eine wissenschaftliche Begutachtung über Jahrzehnte relativ genau, was im Hinblick auf das Einschätzen einer Verkehrssituation bei 0,3 Promille passiert, was bei 0,5 Promille passiert, was bei 0,8 Promille passiert. Also welche Auswirkungen das auf die Fähigkeit hat, eine komplexe Verkehrssituation zu erfassen. Was diese 1-Nanogramm-Grenze pro Milliliter Blutserum angibt, wissen wir gar nichts. Nichts. Es gibt keine wissenschaftlich, auch keine gesetzliche Grenze. Das ist Richterrecht in der konkreten Anwendung von Fahrerlaubnisverfahren. Und alles andere ist von Niemeyer schon gesagt worden. Man soll nicht bekifft Auto fahren, das ist klar. Mhm. Aber es gibt überhaupt keinen wissenschaftlichen Beweis dafür, dass, sofern man noch diesen Grenzwert hat im Blut, dass dies in der Tat die Fahrtüchtigkeit beeinflusst. Mhm. Die Fiktion ist dann in der Rechtsprechung die Unterstellung, weil es geht ja um die Zuverlässigkeit des Führerscheininhabers, dass die Richter sagen, ja, wenn der mit diesem Restwert Auto fährt, ist er nicht in der Lage, zwischen Cannabiskonsum und Führen eines Kraftfahrzeuges zu unterscheiden. Und darauf beruht das ganze Verfahren, Entzug des Führerscheins durch die Fahrerlaubnisbehörde, dieses berühmt-berüchtigte MPU-Verfahren, was bei Cannabis auffälligen mindestens ein Jahr Abstinenz voraussetzt, mindestens in einigen Fällen mehr, was kostenaufwendig ist. Und insofern hat sich aus rein ideologischen und nicht aus wissenschaftlichen Gründen das Fahrerlaubnisrecht zu einem Nebenstrafrecht entwickelt. Ja, das hört sich nicht so schön an. Ich hätte jetzt noch mal eine Frage der Marge, was das Autofahren angeht. Denn es ist ja so, dass wenn Gesetze und Normen haben, die das Ganze regeln, wie es im Straßenverkehr zu laufen hat und die auch besondere Zeitstrecken oder eben Konsum über eine Toleranzgrenze hinaus mit unserer Straße stellen, dann sollen die ja erstmal den Zweck verfolgen, die Straßenverkehrsteilnehmer zu schützen. Jetzt frage ich mich aber, ist das nicht dann eigentlich auch so, dass bei vielen Konsumenten vielleicht sogar die Hemmschwelle sinkt, nicht ins Auto zu steigen, nachdem man geraucht hat, wenn man weiß, man kann sowieso jederzeit von der Polizei kontrolliert werden und hat dann eben dieselben Auflagen und den Zuverlässigkeit zu verlässt etc. zu befürchten, dass da etwas weiß, was man zu begünstigt. Ja, also ich meine, das Argument gibt es ja auch bei Alkohol. Ne? Es gibt ja manchmal Diskussionen über die Promillegrenze. Kann ich sehr kurz beantworten. Also manchmal gibt es ja Forderungen 0-Promille-Grenze. Und das Gegenargument dazu ist, naja, wenn du eine 0-Promille-Grenze machst, ist eigentlich schon fast egal, ob du komplett besoffen ins Auto steigst oder nach einem Pilz. Und deshalb ist eine 0-Promille-Grenze total absurd. Ja? Auch wenn sie erstmal schön vielleicht klingt, nach dem Motto, wir wollen überhaupt keine Gefahren im Straßenverkehr. Macht es in der Tat auch unter diesem Aspekt Sinn. Übrigens, vielleicht noch eine Ergänzung, das Bundesverwaltungsgericht hat ja vor kurzem eine Entscheidung getroffen, wo es ja entschieden hat, dass man eigentlich bei Menschen, die gelegentlich Cannabis konsumieren, nicht sozusagen auf fehlendes Trennungsvermögen schließen könne. Hubert gerade beschrieben hat. Und man sozusagen nicht deshalb schon sozusagen den Führerschein entziehen darf. Ja? Und diese MPUs, die kosten ja auch sehr echt viel Geld. Bis zu 3.500 Euro zahlen die Leute ja dafür, um ihren Führerschein zurückzukriegen. Das, was das Bundesverwaltungsgericht also eigentlich sagt, so geht es eigentlich nicht, setzt die Praxis halt überhaupt nicht um. Die Praxis macht munter weiter. Der Gesetzgeber wäre eigentlich nach der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes gehalten gewesen, endlich was zu tun. Und deshalb haben wir als Linke eben diesen Antrag eingebracht, um endlich mal den Druck auf die Bundesregierung zu erhöhen. Ich hatte ja mit Frank Tempel vor 2 Wochen ein Gespräch bei der Bundesdrogenbeauftragten. Einer der ganz wenigen Punkte, wo wir eine inhaltliche Übereinstimmung hatten, war in der Tat das Führerscheinrecht. Also selbst bei Frau Ludwig ist mittlerweile angekommen, dass wenn Gelegenheitskiffer den Führerschein verlieren, weil sie mit diesem Grenzwert beim Führen eines Kraftfahrzeugs erwischt werden, dass es unverhältnismäßig ist. Und ich glaube, drogenpolitisch passiert in dieser Legislaturperiode nicht mehr viel, aber ist einer der ganz wenigen Ansatzpunkte, wo ich sehe, dass ein bisschen Bewegung im Spiel ist. Aber ich sag mal, die Strukturkonservativen, was das Thema angeht, sitzen in einem Ministerium, was von Herrn Scheurer geleitet wird. Deshalb bin ich an der Stelle schon wieder ein bisschen skeptisch. Aber das war einer der Punkte, wo wir gesagt haben, ja, an dem Punkt könnte man sich auch in Zukunft eine Zusammenarbeit vorstellen. Und ist sicherlich sinnvoll, weil die Konsequenzen im Einzelfall mit dem
dem Entzug des Führerscheins. Häufig hängt die berufliche oder die Ausbildungssituation an diesem Führerschein, wirklich ganz gravierend sind. Eine unterschiedliche rechtliche Situation, der sich Alkoholkonsumenten entgegenstellt und der sich Cannabiskonsumenten entgegenstellt. Hängt diese unterschiedliche rechtliche Situation direkt mit den unterschiedlichen Stigmata, denen diese Personen wissen, sich ausgesetzt sind, zusammen? Und wenn ja, könnte man, also könnte ich jetzt vielleicht nochmal ein bisschen konkretisieren und vielleicht nochmal die Gebühren auf den Punkt bringen, wo genau sich die beiden Konsumentengruppen, also wo diese Stigmatisierung angeschaffen wird. Über das Führerscheinrecht haben wir gerade schon gesprochen, das ist einer der ganz konkreten Punkte. Stigmatisierung beginnt natürlich auch mit dieser Differenzierung. Ich sage das mal, weil das, glaube ich, wirklich prägend ist, auch für die Hartlebigkeit der Prohibition, dass in gute Drogen, zu denen Alkohol gehört, weil sie ja legal sind, und in schlechte Drogen, Cannabis und die ganze Palette der BTMG-Substanzen, weil sie halt illegal sind. Also ich glaube, das ist die Grundlage für die Stigmatisierung. Und das hat natürlich Ausformungen, die ganz stark mit den strafrechtlichen Bestimmungen zu tun haben. Die Polizei, polizeiliche Kriminalstatistik, das ist eine Statistik, die Polizei anfertigt, wenn sie ein Verfahren an die Staatsanwaltschaft abgibt. Im letzten Jahr 360.000 Strafverfahren auf der Grundlage des Betäubungsmittelgesetzes, von denen 80% sogenannte konsumnahe Delikte betreffen. 284.000 polizeiliche Ermittlungsverfahren in einem Jahr, die sich gegen Konsumenten richten. Natürlich nicht nur, aber ganz überwiegend, weil Cannabis die am meisten konsumierte, illegalisierte Drogen ist, gegen Cannabiskonsumenten. Und selbst wenn das Verfahren irgendwann eingestellt wird, bleibt natürlich eine Stigmatisierung vorhanden, weil es ist ein polizeiliches Ermittlungsverfahren gelaufen. Und jeder, der Polizei intern erkennt, weiß, dass in diesen Fällen eine Kriminalakte über die betreffende Person angelegt wird, wo es bestimmte Löschungsfristen gibt, aber die Polizei die Möglichkeit hat, auch zu einer Prognoseentscheidung zu kommen, zu sagen, wir behalten die Daten lieber für uns, weil es kann ja nicht ausgeschlossen werden, dass er in Zukunft nochmal straffällig wird. Also das ist die Stigmatisierung. Und die härteste Form der Stigmatisierung ist, dass in unserem Staat jährlich ungefähr 50.000 bis 53.000 Leute strafrechtlich verurteilt werden wegen ihres Drogenkonsums, die als vorbestraft gelten, die im Bundeszentralregister eingetragen werden, die unter bestimmten Voraussetzungen als vorbestraft gelten, wenn sie ein polizeiliches, so heißt es immer noch, polizeiliches Führungszeugnis, etwa bei der Einstellung in den öffentlichen Dienst, vorlegen müssen. Also, das sind schon deutliche Beeinträchtigungen in der Entwicklung, in den Chancen am Ausbildungsmarkt und im Berufsmarkt, sozusagen unbelastet an den Staat zu gehen. Und die Zahlen, ich finde, als ich sie zum ersten Mal gelesen habe, 50.000 im Jahr, 50.000 Verurteilungen wegen Konsum, ohne irgendeinen Dritten zu schädigen, im Extremfall sich selbst, aber nie einen Dritten, das finde ich schon eine Zahl, wo man wirklich sagen muss, hier muss eine Änderung erfolgen. Wir haben kein anderes Rechtsgebiet im deutschen Strafrecht, wo ohne Drittschädigung derartige Anzahl von Verurteilungen und derartige Strafen ausgesprochen werden. Deshalb reden wir nicht über eine Petitesse. Ja gut, ich meine, die Polizei gibt es nicht. Es gibt auch keine repräsentativen Ursachen, Umfragen zu diesem Thema. Man kann also nur so Momentaufnahmen vielleicht darstellen.
Zunächst erstmal, die Revolution in Deutschland wird nicht von der Polizei ausgehen. Das ist, glaube ich, die erste grundsätzliche Aussage, weil die Polizei ist sozusagen dem Rechtsstaat und damit verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die bestehenden Gesetze eingehalten werden. Das heißt, die Polizei, und das ist ja noch eine Besonderheit in Deutschland, muss ermitteln, Legalitätsprinzip, wenn sie den Anfangsverdacht auf Vorliegen einer Straftat hat. Und diese berufliche Praxis prägt natürlich auch die Meinung derjenigen, die Betäubungsmittelkriminalität in den Polizeibehörden verfolgen. Es schafft für sie ihre Erfolgserlebnisse am Arbeitsplatz. Jeder, dem ein gewerbsmäßiger Handel nachgewiesen wird, ist ein Erfolg. Jede Sicherstellung ist ein Erfolg, auch wenn die meisten wissen, wir verändern nichts an den grundsätzlichen Bedingungen des Drogenmarktes. Sodass sozusagen bei allen Entkriminalisierungs- oder Legalisierungsdiskussionen die Polizei natürlich nicht in der vordersten Front steht. Es gibt, um vielleicht doch so ein bisschen was zu referieren, es gibt keinen Innenminister, der sich doch, ich glaube, Pistorius in Niedersachsen hat sich gegen die Entkriminalisierung ausgesprochen, was auch so ein bisschen auf den Zwiespalt in der SPD hindeutet. Ansonsten ist immer ein guter Barometer für die Stimmung in der Polizei, wie sich Polizeigewerkschaften äußern. Da gibt es den Bund Deutscher Kriminalbeamter. Manche sagen, es ist keine Gewerkschaft, es ist eine Standesorganisation. Immerhin organisieren sie 15.000 Kriminalbeamten und Kriminalbeamtinnen bundesweit. Die haben einen Vorstandsbeschluss gefasst im letzten Jahr und haben gesagt, mit der Prohibition, so wie wir sie praktizieren, kommen wir nicht weiter. Sie favorisieren ein bisschen das portugiesische Modell. Was ich wie Nima nicht sozusagen der Weisheit letzter Schluss finde, aber es ist immerhin noch besser als das, was wir im Moment haben. Also insofern, die Kriminalbeamten sagen, wir müssen in einen Prozess kommen, der dazu führt, dass wir die Konsumenten Entkriminalisierung ein bisschen runterstufen. Die leiden natürlich auch darunter, dass sie in einer Vielzahl der Verfahren nur den Kiffern und den kleinen Dealern hinterherlaufen und eigentlich nie an die operative Ebene kommen, in der das Geschäft blüht. Dann gibt es die Gewerkschaft der Polizei, eine eher DGB-nahe Gesellschaft, die macht ihr Drogenpolitik seit Jahrzehnten mit dem Thema, man darf den Joint nicht schönreden, und verharrt in ihrem konservativen Begriffsszenario, dass ja Cannabis so furchtbar gefährlich sind. Was qualifiziert im Übrigen einen Gewerkschaftsfunktionär für diese Einschätzung? Ist er auch noch Suchtmediziner oder Drogentherapeut, dass er das einschätzen kann? Aber das zeigt, dass da ideologisch sehr dicke Bretter zu bohren sind. Und eine der Tätigkeitsfelder, die wir gerade bei Lieb im Moment haben, ist, dass wir versuchen, mit dieser Gewerkschaft der Polizei ins Gespräch zu kommen, um endlich mal einen Anpacker zu finden, dass sie sozusagen von ihrem ideologischen Ross ein Stück weit runtergehen. Aber natürlich ist die Polizei, und das ist ja auch gut so, dem Rechtsstaat verpflichtet und damit strukturkonservativ. Und sie kann sich auch schlecht von Aufgaben trennen, die sie einmal, ich sag mal in Anführungszeichen, liebgewonnen hat. Wobei ich mal vor Jahren, aber es ist schon lange her, da hatte ich mal ein Gespräch, da war der Frank Richter, der jetzt Polizeipräsident in Essen ist. Der war damals gerade noch Probleme mit einer Dienstgruppe in Mülheim. Der hat jetzt andere Probleme, ja. Der war aber damals noch Landesvorsitzender der GdP, als ich mit ihm geredet habe. Und der war für die Entkriminalisierung von Cannabis. Also der war da sehr offen für. In 4- oder 6-Augen-Gesprächen erwischt man solche Leute immer, dass sagen würde, wenn ich so könnte, wie ich wollte, würde ich ja. Aber ich muss ja meine Mitglieder mitnehmen. Hätte ich es gar nicht verraten sollen, dass er das damals gesagt hat. Na gut, er wird wahrscheinlich das niemals sehen, was ich heute gesagt habe. Klar, strukturkonservative Behörden sozusagen natürlich tendenziell sagen, es soll bleiben. Man muss sich übrigens, glaube ich, noch mal die Zahlen klar machen, die Hubert gerade genannt hat. Das sind 4%, also diese Cannabis-Delikte, 4% aller angezeigten Straftaten in Deutschland. Also wenn wir 4% aller angezeigten Straftaten weg haben, ja, also wenn wir Cannabis legalisieren würden, das würde natürlich eine massive Entlastung in der Polizei bedeuten. Also mal sozusagen die Kritik, die sind überlastet, die schaffen nicht alles, ja. Und das wäre natürlich eine ganz reale Entlastung, wenn man sagt, also 4% weniger Strafverfahren, weil selbst wenn es eingestellt wird, das muss ja getippt werden, das muss weitergeleitet werden, das muss eine Einstellungsverfügung erstellt werden in der Staatsanwaltschaft. Es ist natürlich immer Aufwand, der stattfindet, und wenn man diesen Aufwand reduzieren könnte, wäre das
zweifellos eine Hilfe. Es gibt übrigens auch im Deutschen Richterbund meines Wissens, um das auch noch zu sagen, auch eine Tendenz, sozusagen die Drogenpolitik nicht so fortzusetzen, wie sie bisher stattfindet, auch wenn die auch eher eine konservative Standesorganisation sind. Genau, aber es gibt sozusagen schon, sag ich mal, auch bei den, hast ja die Kriminalbeamten erwähnt, das sind ja die, die am Ende des Tages sozusagen vor allem damit zu tun haben. Ja. Also die Streifenpolizisten nehmen es auf und geben es ja weiter an die Kripo sozusagen. Und genau, das ist natürlich ein ganz gutes Zeichen, dass es dort sozusagen eine Tendenz gibt, zu sagen, also das ist eigentlich Unsinn, was da stattfindet. Aber gut, ich muss auch sagen, der Bund Deutscher Kriminalbeamter ist einer der wenigen Polizeistandesvereinigungen, die mir ab und an mit positiven Statements auffallen. Ja, ja, das ist so. Man muss das auch durchaus loben, weil auch die haben natürlich Schwierigkeiten als Vorstand, das gegenüber ihren Mitarbeitern oder ihren Mitgliedern zu vertreten. Eine kleine andere Sprachregelung, Gnima, nicht 4% aller angezeigten Delikte, sondern 4% aller ermittelten Delikte, ja. Weil das ist ja auch noch was Besonderes. Ja. Wir haben es bei Drogenkriminalität um ein Kontrolldelikt zu tun. Die Polizei generiert den Anfangsverdacht, indem sie mit Razzien, mit Personal in die Drogenszene reingeht. Es gibt keine Anzeigen, im Unterschied zu allen anderen Kriminalitätsbereichen, weil es gibt keine Opfer. Also niemand fühlt sich veranlasst, eine Anzeige zu erstatten, weil er sich selbst als Opfer einer Straftat sieht. Vielleicht der genervte Nachbar, dem der Graskorb ja, aber nervt. Gut, also hatte ich mal vor vielen Jahren, da habe ich auch eine Anekdote, vor vielen Jahren waren wir bei einem Genossen und da haben zwei Leute halt geraucht und genau, und dann kam tatsächlich die Polizei. Der klingelte an der Tür, es roch auch wirklich raus aus der Wohnung. Die sagten, die kommen nochmal in 2 Stunden zurück, dann ist hoffentlich kein Geruch mehr wahrzunehmen aus der Wohnung. Genau. Die kamen auch nicht zurück, aber der Geruch hat sich dann in den Garten verlegt. Aber das waren tatsächlich die Nachbarn, die Polizei gerufen hatten in dem Fall. Ja. Weil sie nicht eingeladen waren wahrscheinlich. Aber das ist die Ausnahme und nicht die Regel. Ne? Im Regelfall, und nur auch so ist der Anstieg dieser Ermittlungsverfahren in den letzten Jahren zu erklären, dass die Polizei mehr Personal in der Drogenszene einsetzt. Das hat auch bestimmte Gründe, über die man auch reden könnte, weil sozusagen die sichere Stadt und die Schmuddelecken, die es zum Teil bei offenen Drogenszenen gibt, kommen immer mehr in den Fokus von den Leuten, die sagen, wir machen hier Standortpolitik und wir wollen die saubere und sichere Stadt. Also das ist, glaube ich, mit die Begründung, warum diese Zahlen steigen. Nicht, weil das Anzeigenaufkommen gestiegen ist. Wenn wir jetzt schon mal bei der Überlastung der Polizeibehörden sind, wenn es um die Ermittlungen und Cannabiskonsum geht, Thema Kanton vielleicht einfach kurz sagen, wie viel die Cannabis-Verfügung jetzt momentan eigentlich durch Steuerverwaltung wird. Also, es gibt eine Studie vom Deutschen Hanfverband, die haben eine Studie mal in Auftrag gegeben. Ich meine, da kam 1,1 Milliarden Euro raus, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das war nur bezogen auf die Kosten bei der Polizei. Es war nicht bezogen auf Kosten der Staatsanwaltschaft und Richter, also Gerichte. Das ließ sich nicht sozusagen errechnen. Genau, aber das hat so ein Betriebswirtschaftsprofessor von der Uni Düsseldorf, hat das Namen jetzt gerade in dem Moment nicht einfällt. Justus Haukapp hat die Studie erstellt. Genau, das ist schon eine ordentliche Summe auf jeden Fall. Wenn man bedenkt, dass man ja einerseits diese Summe hat, ja, plus das, was man ja verliert, weil man keine Einnahmen generiert, weil wenn man es ja legalisieren würde, würde man ja Steuereinnahmen haben. Dann kommt man schon auf eine ordentliche Summe. Also da kann man lockerer sagen, wir haben wahrscheinlich, würde man es legalisieren, 2 bis 3 Milliarden Euro mehr im Staatssäckel, die man zum Beispiel auch für Prävention einsetzen könnte. Dann könnten wir viel mehr Geld, weil heute ist es ja so, 80% aller Kosten im Drogenbereich fließen in die Strafverfolgung, nicht in die Prävention. Und genau da müsste es doch hin. Ja, also ich meine, für die sozusagen, ne, also 90% haben ja unproblematischen Konsum, die brauchen auch keine Hilfe. Ja? Aber die 10%, die unproblematischen Konsum haben oder 5%, ja, die brauchen natürlich Unterstützung. Da müsste natürlich viel mehr passieren, auch bei der Prävention. Ja? Also es gibt gute Präventionsprogramme, aber mir erzählte mal letztens ein Bekannter, als der zur Schule ging, da kam irgendwann ein Polizist in die Klasse, das war dann sozusagen die Präventionsarbeit und der hat dann erzählt, wenn ihr Drogen konsumiert, dann ist das eine Straftat und dann gibt es richtig Ärger. So, ja? Das ist natürlich keine Form von, also
natürlich, es ist jetzt kein Vorwurf an den Polizisten, das ist natürlich sozusagen sein Job, das mitzuteilen. Aber natürlich müsste so eine Suchtberatung durch Sozial, so eine Prävention durch Sozialarbeiter etc. stattfinden, die tatsächlich sich auskennen, ja, die sozusagen natürlich auch auf die Strafbarkeit, ne, wenn es dann doch strafbar wäre, ja, was wir ja nicht wollen, hinweisen, als aber auch natürlich, ich meine, was interessiert Jugendliche natürlich, warum konsumieren Menschen eigentlich Strom, wie wirkt es eigentlich, ja, muss ja jetzt keine Selbstprobe machen in der Schulklasse, aber man kann natürlich versuchen zu vermitteln, was bedeutet das eigentlich, ja, also ich meine, ich wurde auch nicht in der Schule aufgeklärt, ich hatte das große Glück, irgendwie mit 17 auf einem Sommercamp der Linksjugend zu sein und einen wirklich tollen Referenten gehabt zu haben, der das wirklich gut erklärt hat, in einem dreistündigen Seminar, wie wirkt welche Droge eigentlich, warum wird sie eigentlich konsumiert, welche Menschen konsumieren, warum welche Droge, welche Gefahren sind damit verbunden, welche guten Seiten sozusagen, ne? Also es gibt ja Gründe, warum Menschen Drogen konsumieren. Ne? Also, und das war, fand ich sehr hilfreich und ich habe mich danach schon gefragt, ja, warum passiert das eigentlich nicht in der Schule? So, warum werden, ne, sozusagen findet das nicht statt? Wir hatten jetzt keine Schule mit einem Drogenproblem oder so, aber vom Grundsatz müsste es ja genauso laufen. Und genau, wenn wir das Geld einnehmen würden, ne, diese wahrscheinlich am Ende 3 Milliarden Euro, also Ersparnis bei der Polizei, Steuereinnahmen, so, dann könnte man natürlich sowas auch viel besser finanzieren alles. Also, das klingt für mich persönlich jetzt nach einem Das ist ja auch der Grund, wahrscheinlich. Das ist ja wahrscheinlich auch der Grund, warum die FDP so offen dafür ist. Ja, gut, also mit dem Argument bekam man eine Zeit lang, dass es ökonomisch unvernünftig ist, was wir in Sachen Prohibition betreiben. Selbst Wirtschaftspolitiker der CDU. Mhm. Das ist jetzt aktuell nicht mehr der Fall. Ich glaube, die CDU bastelt so im Hinblick auf die Bundestagswahl an ihrem konservativen Markenkern. Deshalb sind drogenpolitisch da die Reihen wieder relativ fest geschlossen. Aber das, was wir betreiben, ist neben den Gesundheitsrisiken für die Konsumierenden am Markt natürlich ökonomisch kompletter Unsinn. Wir investieren in den Bereich der Strafverfolgung. Es gibt eine etwas ältere Studie, die mal versucht hat, Haushaltsstellen auszuzählen. Die kommen pro Jahr einschließlich der Justiz, allerdings mit großen Fehlertoleranzen, zu etwa 4,5 Milliarden Repressionskosten. For what, muss man sagen? Was verändern wir am Drogenmarkt durch diesen staatlichen Aufwand, den wir betreiben? Uns entgehen Steuereinnahmen. Der Staat Colorado, nur einer der Bundesstaaten in den USA, die legalisiert hat, die haben seit 2014 rund 1 Milliarde an Steueraufkommen nur aus dem Cannabisgeschäft. Also das sind jedes Jahr dreistellige Millionenbeträge, die sie an Steuern generieren. 40.000 Beschäftigte übrigens in diesem, da benutze ich das Wort auch mal, kapitalistischen Modell. Also wir betreiben in der Tat Unsinn und was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, das ist die Zahl, die Nima genannt hat, 80% bei dem, was wir wissen, der staatlichen Aufwendungen im Bereich Drogenpolitik gehen in den Bereich der Repression und nur 20% dahin, wo sie eigentlich hingehören, die staatlichen Aufwendungen, nämlich in den Bereich Prävention, Therapie, niedrigschwellige Hilfsangebote, also all das, was man als vernünftiges gesundheitspolitisches Instrumentarium definieren würde. Und das ist ein absurdes Missverhältnis, mit dem wir da umgehen. Und ich glaube, an der Stelle muss man auch dringend diese ökonomische Diskussion einführen, weil sie ist natürlich systemrelevant. Weil wir leben in einem marktwirtschaftlich oder kapitalistischen System, in der der Aufwand natürlich einem vernünftigen Zweck dienen sollte. Und hier dient er einem Zweck, der niemandem mehr so richtig begreifbar ist. Ja, da hast du ja auch schon einige Sachen genannt, in denen dann doch Geld, was zum Beispiel für die Steuereinnahmen, die könnte irgendwie sehr sinnvoll sein. Was können wir denn jetzt zum Beispiel bei Linksjugend und so was grundsätzlich, was können Leute kommunal, die sich vor Ort bei sich tun, dass die Legalisierung weiter vorangetrieben wird? Ja, ich habe da was im Petto. Das geht auch bald, das geht auch bald in die, ja, nicht in der Tasche, so nicht, aber sozusagen, also das wird aber noch über die, an die Kreisverbände gehen. Also meine Idee wäre tatsächlich, um sozusagen den, wir haben ja jetzt gerade Kommunalwahlen hier in NRW gehabt, um den Druck in jede Kommune zu tragen, ja, und das Thema in jede Kommune zu tragen.
wäre es durchaus denkbar, dass man in größeren Städten, wo vielleicht sogar Rot-Rot-Grün plus FDP und die Partei eine Mehrheit hat, Anträge stellt auf Cannabis-Modellprojekte. Ja, also das ist ja was Kommunen ja, weil es wurde auch nie ein Antrag positiv beschieden, aber ich finde, das BfArM könnte durchaus mal zugeschüttet werden mit Anträgen zu Modellprojekten. Das würde den Leidensdruck sozusagen erhöhen auf Bundesebene. Das wäre natürlich mitteilungswert. Und es gibt in jeder Stadt tausende Menschen, die Cannabis konsumieren, denen man eben auch zeigen würde, wir versuchen unser Bestes. Das ist sozusagen jetzt, sage ich mal, der parlamentarische Weg auf kommunaler Ebene, den man natürlich verbinden kann mit Infoständen, Aktionen, also wo man sozusagen ein bisschen den Druck erhöhen kann, wo man Veranstaltungen machen kann drumherum. Und so ein Antrag zum Cannabis-Modellprojekt, also den Stadtrat, der Antrag ist relativ leicht gestellt. Der BfArM-Antrag ist ein bisschen aufwendiger, aber sozusagen das, was man politisch als Antrag stellen müsste, wäre relativ überschaubar. Und ja, das werde ich nochmal sozusagen an die Kreisverbände zur Verfügung stellen als Vorschlag, was wir in den Stadträten machen könnten. Und ansonsten glaube ich, was sehr sinnvoll ist, ist vor Ort sich zu versuchen zu vernetzen mit Menschen, die ja sozusagen mit Cannabisverbänden, ja, es gibt ja vom Deutschen Hanfverband Ortsverbände, die haben eine Übersicht auf ihrer Webseite, also sind vor Ort sozusagen, es geht ja sozusagen auf die kommunale Ebene, wo man versuchen kann, sich zu vernetzen mit den Leuten, zu überlegen, was könnten wir machen zusammen vor Ort, um ein bisschen den Druck zu erhöhen. Also es gibt sozusagen verschiedene Möglichkeiten. Ja, ich glaube, insgesamt muss ich sagen, wir wissen ja, dass wir bis zu 4 Millionen Menschen haben, die regelmäßig oder gelegentlich Cannabis konsumieren. Wenn diese 4 Millionen Menschen den Arsch hochkriegen würden, dann hätten wir wirklich einen Druck. Ja? Weil leider leidet ja wirklich auch die Cannabis-Szene darunter, dass sag ich mal, der Druck nicht so groß ist. Ja? Also ich meine, es gibt irgendwie das Mega-Event Hanfparade einmal im Jahr in Berlin, jetzt leider ja wegen Corona nicht. Aber da kommen dann vielleicht 10.000 Menschen. Das ist zwar ganz nett, aber eigentlich müssen wirklich regelmäßig wir haben zum Beispiel diese Global Marijuana-Märsche, bis halt in jeder Stadt müssen da irgendwie 1.000 Menschen hingehen. Das wird halt den Druck erhöhen, das wird es in die Tagesschau bringen. Das müssten wir eigentlich schaffen. Und genau, das, wir können halt versuchen, als Linke, als Linksjugend, das, was in unseren Möglichkeiten ist, ja, und genau, und hoffen, dass sich da ein bisschen was bewegt. Das könnte auch die grüne Jugend machen, sage ich jetzt nur am Rande oder andere. Ich teile die Auffassung. Auch wenn ohne Änderung des Betäubungsmittelgesetzes die Bundesanstalt für Arzneimittel und Medizinprodukte an ihrer Entscheidungspraxis nichts ändern wird. Ich glaube, das ist juristisch relativ wasserdicht. Ja, was wichtig ist, das ist meine Erfahrung in Münster, wir haben so einen Antrag auf den Weg gebracht vor 2 Jahren, ist sozusagen die Diskussion, die sich im Vorfeld eines derartigen Antrags ergibt. Mit Workshops, mit Infoständen, dass man in der Stadtgesellschaft bei dieser ja sehr ideologieträchtigen Diskussion versucht, eine sachliche Ebene in die Diskussion reinzuziehen. Also der Weg ist das Ziel auf dem Weg. Und genau. Insofern kann ich sozusagen diese Unterstützung für Modellprojekte, obwohl sie im Ergebnis nicht erfolgreich sein werden, ohne Änderung des Betäubungsmittelgesetzes nur unterstützen. Und ich glaube, damit werden wir dann auch schon so ein bisschen reingehen in die Zuschauerfragen, denn das hat auch ein Zuschauer von uns unterdessen, das ist ja besonders interessiert. Es gibt ja den inzwischen recht bekannten Richard Müller, der auch in Interviews sehr einträglich sich da geäußert hat und der eben auch den Meinung vertritt, dass die Prohibition oder die Gesetze eben von Verfassungsgericht sind. Und da hat er sich vielleicht in einem Interview mal so geäußert, dass er gesagt hat, man darf sich in Deutschland totlaufen. 70.000 Menschen sind jährlich im Tod infolge von Alkohol, nicht einer weltweit von Cannabis. Versucht doch auch den letzten Verfassungsgesetz zu erarbeiten. Dass ihr beide auch findet, dass die Gesetze im Endeffekt Verfassungsgesetz sind, das ist, glaube ich, schon so ein bisschen klar geworden. Interessanter jetzt nochmal, wie seht ihr denn die Erfolgschancen, falls jetzt der Richard Müller jetzt angekündigt hat, oder falls eben andere Verbände und das Kleinorganisation da rechtlich eben noch Schritte gehen, gegebenenfalls in formeller Verfassungsgesetz? Also wie sieht die Erfolgschancen? Das ist sehr spekulativ. Also Andreas Müller ist Mitglied bei LIEB, deshalb kenne ich ihn auch sehr gut. Er hat, ich glaube, im März oder April diesen Jahres einen konkreten Normenkontrollantrag an das Bundesverfassungsgericht geschickt. Also das liegt in Karlsruhe. Er hat 2 Verfahren gegen einen Konsumenten auf der einen Seite und einen Kleindealer
als verfassungswidrig eingestuft und sie dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt. Wie das ausgeht, ist spekulativ. Das Bundesverfassungsgericht hat sich in der Vergangenheit zweimal mit dieser Thematik beschäftigt. 1994 haben sie gesagt, es ist nicht verfassungswidrig, weil das sei Ermessen des Gesetzgebers und nach den damals vorliegenden Erkenntnissen sei das Ermessen nicht fehlerhaft ausgeübt worden. Sie haben allerdings unterschiedliche Maßgaben gemacht in diesem Urteil, die alle nicht umgesetzt worden sind. Die erste Maßgabe war, dass die geringen Mengen zum Eigenbedarf im Regelfall nicht bestraft werden sollen. Das zweite war, dass es bundeseinheitlich einheitlich festgelegt werden sollte, diese Grenze. Also, und das drittens, die internationale Entwicklung und die Weiterentwicklung von Wissenschaft beobachtet werden müsse, um gesetzgeberisch tätig zu werden. All das, was der Gesetzgeber jetzt seit 26 Jahren nicht gemacht hat. Dann hat Andreas Müller 2002 schon mal eine Verfassungsvorlage gemacht. Da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, wir haben 94 alles dazu gesagt, der Spielball liegt im Feld des Bundesgesetzgebers. Seitdem sind wieder 16 Jahre, 17 Jahre vergangen, ohne das, was passiert ist. Und meine Hoffnung ist, dass das Bundesverfassungsgericht jetzt sagt, nach dieser langen Zeit, all das, was wir in diese Beschlüsse reingeschrieben haben, ist bisher legislatorisch nicht umgesetzt, deshalb müssen wir noch mal entscheiden. Das ist die optimistische Variante. Ob das Bundesverfassungsgericht sich da wirklich zum Ersatzgesetzgeber noch mal durchringt, weiß ich nicht, aber ich glaube, das muss man noch mal ganz klarstellen. Das ist auch die überwiegende Auffassung der Strafrechtler in Deutschland, dass diese Regelungen verfassungswidrig sind. Sie sind nicht geeignet, um den Gesetzeszweck zu erreichen. Generalprävention, die Zahlen steigen. Gesundheitliche Schadensminimierung, aus den Gründen fehlende Produktkontrolle, haben wir dazu einiges gesagt. Sie sind nicht erforderlich, es gäbe mildere Mittel, das zu machen. Investition in Prävention und Therapie. Und sie verstoßen gegen das Übermaßverbot. Die Mehrheit der deutschen Strafrechtler vertritt diese Überzeugung. Und deshalb, ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass das Bundesverfassungsgericht sich inhaltlich jetzt noch mal mit dieser Sache beschäftigt. Also tatsächlich haben vor einigen Jahren 300 Strafrechtsprofessoren gefordert, dass Cannabis entkriminalisiert wird. Ja, das ist mehr als die Hälfte aller deutschen Strafrechtsprofessoren. Dann sind Strafrechtsprofessoren auch tendenziell eher etwas fortschrittlicher innerhalb der juristischen Zunft als andere juristische Disziplinen. Aber das ist zum Beispiel ein Zeichen, ja. Jetzt sitzen natürlich am Bundesverfassungsgericht nicht vor allem Strafrechtler, sondern Verfassungsrechtler. Und ich muss offen sagen, ich habe wenig Optimismus bei diesem Verfahren. Erstmal große Ehre an Richter Müller, dass er diese Verfassungsklage eingereicht hat, diese Normenkontrollklage. Das ist ein krasser Aufwand, weil das Bundesverfassungsgericht extrem hohe Anforderungen hat. Also die musst du sehr ausführlich begründen. Das ist anders als beim Europäischen Gerichtshof. Da kannst du auch 5 Fragen einfach hinschicken und dann kriegst du eine Antwort. Beim Bundesverfassungsgericht musst du irgendwie 100 Seiten erstmal einreichen, bis die anfangen, damit das sich durchzulesen. Krasser Aufwand. Es gab jetzt zuletzt, vielleicht ist es so ein Indiz, wo es hingehen könnte, gab es eine Entscheidung zum Thema Containern. Containern ist ja, wenn Leute Lebensmittel aus dem Müll holen. Jetzt fragt ihr euch, warum rede ich von Containern, wenn wir über Drogen reden? Das ist verfassungsgerichtlich insofern interessant, als dass da das Bundesverfassungsgericht nochmal betont hat, dass die Ausgestaltung eine Strafrechtssache des Gesetzgebers ist. So, haben nochmal den Ball an den Gesetzgeber gegeben. Und gesagt, der Gesetzgeber muss das entscheiden. Ja, ich frage mich natürlich schon als Jurist, wozu hat irgendwann mal irgendwer das Ultima Ratio-Prinzip im Strafrecht entwickelt? Ultima Ratio-Prinzip sagt Strafrecht als letztes Mittel. Ja, wenn das Ultima Ratio-Prinzip überhaupt nicht verfassungsgerichtlich geprüft wird, wenn das Bund Karlsruhe jedes Mal sagt, muss der Gesetzgeber gucken, ob das noch Ultima Ratio ist. Ja, also das ist halt absurd ein bisschen. Ja, ich finde schon, die machen es sich sehr einfach in Karlsruhe bei der Frage, aber leider aus dieser Entscheidung jetzt auch wieder zum Containern befürchte ich, dass auch hier wieder im besten Falle wird Karlsruhe vielleicht sagen,
dass zum Beispiel vielleicht bei geringer Menge eine Verpflichtung zur Einstellung des Verfahrens kommt. Ja, das wäre vielleicht ein kleiner Schritt, dass Sie sagen, der Gesetzgeber muss dann einstellen. Das könnten Sie begründen mit den internationalen Entwicklungen Richtung Legalisierung, wissenschaftliche Erkenntnisse etc. Das ist ja okay, das ist Ausgestaltung des Gesetzgebers, aber wenn es eine geringe Menge ist, dann soll nicht nur eingestellt werden, dann muss eingestellt werden, die muss vielleicht bundeseinheitlich sein, weil bei bundeseinheitlich immer die Gefahr ist, dass sich natürlich die Mehrheit durchsetzt, nämlich die 6 Gramm. Das wäre jetzt, finde ich, nicht so toll, ehrlich gesagt. Aber gut, es würde zumindest Rechtssicherheit für alle schaffen. Das hätte schon in der Hinsicht ein bisschen Charme, aber wäre natürlich schön, wenn die Grenze weiter oben ist und nicht die Bundesländer, die ein bisschen höher haben, wie NRW oder Berlin, dann sozusagen runter müssen. Genau, aber das ist vielleicht so ein bisschen die Hoffnung, die man haben kann, dass jetzt in Karlsruhe der ganz große Wurf kommt und plötzlich das Bundesverfassung. Ich meine, Karlsruhe ist immer für eine Überraschung gut und genau, über den wölbt sich ja auch nur der blaue Himmel, insofern sind Sie da sehr... Und der Europäische Gerichtshof in Einzelfällen. Ja, das wollen Sie nicht so gerne sehen, oder das weisen Sie ja zurück. Das ist ja auch ein eigenes Thema nochmal. Aber mal gucken. Also ich weiß es nicht. Ich weiß es. Also was, egal wie man das einschätzt, eher pessimistisch oder vielleicht doch ein bisschen optimistisch und wenn auch Ursache für den Optimismus vielleicht nur der Ärger der Bundesverfassungsgerichte ist über das Verhalten des Gesetzgebers. In anderen Rechtsbereichen ist das Bundesverfassungsgericht übrigens nicht so zurückhaltend, nee. Etwa im Bereich Steuerrecht. Nee, überhaupt nicht. Was wir brauchen, ist eine Veränderung der Mehrheitsverhältnisse im Deutschen Bundestag. Das ist sozusagen der ganz entscheidende Anpacker. Und wenn auch nach dem Eindruck meiner Gespräche in Berlin ich nicht mehr damit rechne, dass in dem Jahr dieser Legislaturperiode noch was passiert, wir müssen uns so aufstellen, dass wir Parteien finden, die Drogenpolitik zum Essential von zukünftigen Koalitionsverhandlungen machen. Das ist der ganz entscheidende Punkt. Grüne und Linke haben, ich sag mal, zu 98% gleiche Auffassung. Die FDP ist tendenziell prohibitionskritisch, aus welchen Gründen auch immer. Die SPD muss sich bewegen. Das ist sozusagen der entscheidende Anbacker. Ergebnis eines Workshops der Friedrich-Ebert-Stiftung von der Repression zur Regulierung ist 5 Jahre alt. Da steht alles drin, was die SPD beachten sollte. Es gibt einen Beschluss der gegenwärtigen Bundestagsfraktion, das zum Ordnungswidrigkeitenrecht herabzustufen. Aber das sind sozusagen die Parteien, die theoretisch eine Mehrheit haben könnten nach der nächsten Bundestagswahl. Deshalb ist jetzt auch unser Anliegen an Lie, die Parteien, die drogenpolitisch das vertreten, was wir vertreten, aufzufordern, macht das sozusagen zum Knackepunkt von Koalitionsverhandlungen, an denen ihr dann hoffentlich 2021 beteiligt werdet. Ja, definitiv. Also natürlich. Also ich glaube sozusagen die Argumente, die wir bei Cannabis immer nennen für eine Legalisierung, also dass man dann eben nicht mehr auf den illegalen Markt angewiesen ist und nicht weiß, was drin ist, also der Gesundheitsschutzaspekt. Also ich meine, jede Droge hat natürlich auch negative Wirkungen, zweifellos, aber die negativen Wirkungen werden durch den illegalen Markt vergrößert, weil man eben nicht weiß, was man bekommt. Und auch Hemmung hat, Hilfe in Anspruch zu nehmen, weil man ja Angst vor der Strafbarkeit hat. Und diese Argumente gelten eigentlich für alle anderen Drogen auch. Sicherlich muss man, wenn man über Legalisierung bei anderen Drogen redet, über die Frage im Einzelnen Abhängigkeitspotenzial, Suchtpotenziale reden und muss dann, das müsste zum Beispiel eine unabhängige Expertenkommission machen, im Einzelfall gucken, welche Droge legalisieren wir wie. Aber ich sage mal jetzt mal als Beispiel, jemand, der MDMA zweimal im Jahr nimmt zum Party machen, der hat kein Drogenproblem. Ja? Es gibt keinen Grund, ihm zu verbieten, zweimal im Jahr sein MDMA zu nehmen, damit er feiern kann. Ja? Oder auch bei Pilzen. Also und das ist sozusagen, zum Beispiel bei Heroin, und das ist ja sozusagen die gefährlichste Droge, also was Abhängigkeits- und Suchtpotenzial als auch Schädigungspotenzial angeht. Da kannst du sicherlich nicht darüber reden, dass das sozusagen völlig legal ist und man kann sich das besorgen. Aber wir könnten zum Beispiel darüber reden, dass Leute, die nachgewiesen eine Abhängigkeit haben,
erleichterte Möglichkeiten haben, dran zu kommen. Ja, also die jetzt, sage ich mal, außerhalb des Methadon-Programms stehen, weil sie es nicht können wollen oder wie auch immer, und die auch nicht ins Diaformin-Programm, das ist ja sozusagen Diamorphin, ist ja sozusagen der, ist ja Heroin rein sozusagen, gibt es ja schon heute. Ja, also es gibt ungefähr 1000 Patienten, die reines Heroin verschrieben bekommen, weil Methadon nicht funktioniert. Sehr kompliziert daran zu kommen, umfassende Gutachten nötig, aber das könnte man zum Beispiel erleichtern. Und vereinfachen, und man könnte eben auch darüber reden, ob zum Beispiel Leute, die eben auch eine Sucht haben, sozusagen, bevor sie gar nichts bekommen oder auf dem Schwarzmarkt kaufen, eine Möglichkeit haben, das mit einem Attest oder dergleichen zu erwerben. Also das ist sozusagen, also ich finde, bei allen Drogen müsste man das durchdiskutieren und müsste, wie gesagt, das kann am Ende des Tages, ist das keine, finde ich, keine politische Entscheidung in erster Linie, sondern es ist eine Entscheidung von Politik muss natürlich dann sozusagen beschließen, aber es ist eigentlich eine Frage, die Expertinnen und Experten, Suchtexperten etc. Diskutieren müssen miteinander, welche Drogen legalisieren wir und wie legalisieren wir sie? Was sind Modelle sozusagen der Zugänglichmachung, ja, die wir anstreben? So, ja? Also da könnte man ja viele verschiedene Modelle überlegen. Ich habe jetzt keins im Petto oder so. Ja? Also, ich glaube auch, dass Cannabis sozusagen das vorrangige Thema sein muss, weil das am allermeisten Menschen betrifft. Also es gibt keine andere illegalisierte Droge, die von so vielen Menschen konsumiert wird und die auch im Verhältnis sozusagen, also die hat ja ein geringeres Schädigung und Abhängigkeitspotenzial als Alkohol und Tabak. Insofern sind das sozusagen sehr klare Argumente, die sozusagen bei den anderen Drogen ein bisschen schwieriger teilweise sind. Genau, aber es ist jetzt auch nicht so, dass zum Beispiel alle anderen illegalisierten Drogen gefährlicher als Alkohol sind. Also es gibt sozusagen illegalisierte Drogen, auch andere sozusagen jenseits von Cannabis, die weniger gefährlich sind als Alkohol. Ja? Also insofern muss man das, glaube ich, dann sich sehr genau anschauen. Also ich erstmal so keine Droge, die ich ja grundsätzlich die Argumentation ausschließen würde. Also es gibt dann nur höheres Gefahren für die Jahre, wenn man dann anders. Genau, genau. Also die man aus. Wir müssen mit dem Sachverstand, den es gibt, auf als Toxikologe, als Drogentherapeut sozusagen Regulierungsmodelle entwickeln, die drogenspezifisch sind. Im Ergebnis müssen wir wahrscheinlich Heroin anders behandeln als Cannabis, weil es unterschiedliche Abstufungen gibt, unterschiedliches Suchtpotenzial gibt. Aber grundsätzlich sind die Risiken und Nebenwirkungen eines Schwarzmarktes für die Konsumierenden aller Substanzen identisch. Kriminalisierung, keine Produktkontrolle. Ich glaube mal, die gesundheitlichen Risiken bei einem Heroinabhängigen sind noch größer. Die Diamorphin-Projekte zeigen, dass wenn sie aus diesem Teufelskreis Beschaffungskriminalität, Versorgung auf dem Schwarzmarkt rauskommen, dass sich ihre Lebensverhältnisse im Regelfall stabilisieren. Also das hat durchaus positive Wirkungen, diese Form der Substitution. Ich will das nicht wiederholen, was Nima gesagt hat. Wir machen aus taktischen Gründen eine Cannabis-Diskussion, aus taktischen Gründen erstens, weil es eine politische Diskussion über Cannabis gibt und zweitens, weil sie die am meisten konsumierte illegale Droge ist. Mittelfristig müssen wir von einer Cannabis-Diskussion wegkommen und die Prohibition insgesamt angehen. Dummes Zeug ist. Ist ja auch schon der Volk. Ist der dritte. Ist die dritte. Ja, ja, ja. Vier Millionen gelegentlich oder regelmäßig im letzten Jahr, das ist der Drogensurvey, also die Zahlen, die wir haben. Wobei, ich glaube, das Dunkelfeld bei vielen anderen Substanzen ist noch sehr viel größer. Der typische Kokainkonsument konsumiert fernab des Zugriffs der Strafverfolgungsorgane, sondern es ist ein Mittelschichtbürger. Für den einen ist es der Cognac nach Feierabend und für den anderen ist es die Linie Kokain, also kaum auffällig. Es ist keine sozusagen Randgruppe der Gesellschaft, die illegale Drogen konsumiert, sondern es geht durch alle Bevölkerungskreise quer durch. Wir sind ja noch auf ein anderes Argument eingehen, dass immer wieder von der Benutzung der Drogen und die Benutzung, dass man das von der Einstiegsdroge ist. Und inzwischen, da muss ich einfach mal eine Zuschauerin hinterlegen,
einschlägige Studien dazu, dass man viel eher gefunden hat, dass Nikotin die wahre Einstiegsdroge ist. Also dass quasi man eben den Konsum auch stärkerer und gefährlicherer Drogen eben eher daran festmachen kann, wie früh jemand angefangen hat, Nikotin zu konsumieren, ja. Was ja auch im Hinblick irgendwie auf die Wirkweise total viel Sinn ergibt. Wie geht das denn? Jetzt kann er das mehr Einstiegsdroge. Nein, im Hinblick auf Suchtpotenzial gibt es, glaube ich, ganz klare wissenschaftliche Ergebnisse, die einen Zusammenhang, dass man sozusagen aus Suchtgründen von einer sogenannten weichen auf eine härtere Droge umsteigt, dass das völliger Unsinn ist. Aber Einstiegsdroge ist es in einem anderen Sinne. Der Cannabiskonsument bedient sich in einem Markt, in dem die Angebotsseite nicht differenziert. Also der Cannabis-Dealer bestimmt ab einer bestimmten Ebene hat auch anderes im Angebot. Das heißt sozusagen, die Verlockungen allein aufgrund der Quelle, auf der man sich bedient, doch mal was anderes ausprobieren, ist durchaus gegeben. Aber dazu gibt es überhaupt keine wissenschaftlichen Studien, wie viele davon betroffen sind. Aber das zeigt auch, obwohl es wissenschaftlich widerlegt ist, wie hartleibig diese Vorurteile sind in der drogenpolitischen Diskussion. Weil das hört man bis heute von Prohibitionsbefürwortern. Ja, selbst wenn Cannabis auch nicht so gefährlich ist, aber die Leute steigen dann ja um auf sogenannte harte Drogen. Aber wissenschaftlich spielt das Argument ernsthaft keine Rolle mehr. Das ist halt, wenn du es mal übersetzt, ist das halt so, also die Leute, die das behaupten, sind nicht mehr so viele wie früher. Ja, die sagen im Prinzip, wer heute Cannabis konsumiert, konsumiert morgen Heroin. Ja, das ist halt so, als ob man sagt, jemand hat eine Erkältung und jetzt kriegt er eine Lungenentzündung. So, ja, das ist natürlich kann sozusagen eine Lungenentzündung auf eine Erkältung folgen, aber es ist ein sehr, sehr seltener Fall. Und genau, das. Dann hätten wir soweit erstmal die Zuschauerfragen aus dem Internet abgearbeitet. Es gibt aber allerdings auch die Möglichkeit, hier vor Ort Fragen zu stellen. Gibt es jemanden? Ja, ich hätte eine Frage. Herr Wimber, wir haben gerade erzählt davon, dass immer mehr Menschen Beschaffungskriminalität eine Rolle spielt. Wie groß ist die Beschaffungskriminalität allgemein in Deutschland? Und wäre es nicht eine bessere Taktik, vielleicht dazu zu sorgen, dass Heroin nicht mehr so gestreckt ist und dass die Leute nicht mehr alles tun, um an diese Droge ranzukommen? Also, wenn ich so verstanden worden bin, dass ich gesagt habe, die Beschaffungskriminalität spielt eine zunehmende Rolle, wäre ich falsch rübergekommen. Beschaffungskriminalität ist in den letzten Jahren zurückgegangen und Beschaffungskriminalität ist ganz eng mit verbunden mit Heroinkonsumierenden oder Leute, die unterschiedliche Substanzen für sich konsumieren. In diesem Segment gibt es Beschaffungskriminalität, weil viele durch den Konsum so aus ihrer Existenz herausgeworfen sind, dass sie keine legalen Möglichkeiten der Geldbeschaffung haben, um ihren Drogenkonsum zu finanzieren. Also es ist ein ganz kleines Segment. In der polizeilichen Kriminalstatistik sind wir, was konkrete Beschaffungskriminalität angeht, glaube ich, nur noch im dreistelligen Bereich. Also die Zahlen sind eher zurückgegangen, sodass der Druck, glaube ich, auf Konsumenten durch Raubdelikte, durch Wohnungseinbrüche, was es da alles gibt oder gab, sich den Konsum zu finanzieren, nicht mehr so groß ist gesellschaftlich. Finde ich überhaupt nicht, dass ein Vergleich hinkt. Wir haben bis zu 4 Millionen Menschen, die Cannabis konsumieren. Die gibt es. Also es gibt sozusagen, wir haben auch Legalisierungen in anderen Staaten, wie in Kanada, in 11 US-Bundesstaaten etc. Also wir haben auch sozusagen, wir haben einerseits Erkenntnisse in Deutschland, wir haben Erkenntnisse aus anderen Ländern. Hubert hat es ja gesagt, es gibt keinen einzigen nachgewiesenen Fall weltweit, dass jemand an Cannabis gestorben ist. Und wir wissen natürlich, ja, Cannabis, das haben wir auch schon erwähnt am Anfang, Cannabis kann Psychosen auslösen, wie übrigens Alkohol und Stress auch das auslösen können. Und 90-95% der Menschen haben einen unproblematischen Konsum, was auch nicht heißt, dass alle 5-10 anderen Prozent Psychosen haben. Ne? Also sozusagen, die haben vielleicht laufen eher Gefahr, dass es in die Richtung geht. Wir haben auch in deutschen Kliniken mehr Menschen, die wegen Alkohol behandelt werden, als wegen Cannabis. Also insofern, wir haben ja Zahlen. Wir argumentieren ja nicht im luftleeren Raum. Sebastian hätte ja recht.
wenn bisher niemand Cannabis konsumieren würde, ja, auf der Welt, ja, und deshalb, wir wollen es jetzt sozusagen einführen und wissen aber nicht, was passiert. Wir wissen ja, was passiert. Wir wissen es ja, es gibt, und wir wissen, dass eine Legalisierung auf jeden Fall bestimmte negative Faktoren wie Streckmittel, ja, es gab mal in Bayern so einen Typen, der jetzt sein Cannabis vertickert mit Blei drin, ja, sowas würde es halt nicht geben, wenn es legal wäre. Ja, du wüsstest, welche THC-Menge du hast. Ja? Du kannst in den Laden gehen und dann hast du sozusagen Cannabis Light, Cannabis Medium, Cannabis Hard. Ja? So, du kannst dir sozusagen das aussuchen. Ja? Und das hätte natürlich einen großen Vorteil, wenn Menschen, die zum Beispiel sagen, ich will gar nicht so stark konsumieren, die können das machen. Ne? Also es hätte sozusagen, der Gesetzgeber könnte ja auch Höchstmengen festlegen. Das wäre ja auch ein Vorteil, wie wir es ja bei Nikotin und Tabak auch haben, wo Höchstmengen vom Gesetzgeber festgelegt werden. Natürlich könnte der Gesetzgeber sagen, wir wollen nur eine maximale THC-Menge und darüber hinaus nicht. Das könnte er machen. So, und dadurch könnte er es regulieren. Das heißt, bestimmte negative Folgen, die wir heute beobachten, die wahrscheinlich Menschen in die Kliniken bringen wegen Psychosen, die würden ja wegfallen. Das heißt, ich wage hier zu prophezeien, dass wenn wir Cannabis legalisieren, und zwar reguliert legalisieren, mit Vorgaben etc., dass wir weniger Menschen in den Kliniken haben und dass wir auch wahrscheinlich rückläufige Zahlen bei den Konsummustern von Jugendlichen haben. Weil natürlich dieser Reiz des Verbotenen wegfällt bei den Jugendlichen, was auch ein großer Vorteil ist, wenn du nicht mehr diesen Reiz des Verbotenen hast. Und außerdem fragt ihn der Dealer auch nicht nach dem Alter, wenn du im Laden deinen Ausweis zücken musst. Ja? Und insofern gibt es da verschiedene, glaube ich schon, dass sozusagen auch die Konsumzahlen bei den Jugendlichen, die werden jetzt nicht wegfallen, es wird immer Jugendliche geben, die sozusagen drankommen über den großen Bruder, über den Bekannten oder wie auch immer. Ja? Und es wird wahrscheinlich weiter auch einen geringen Anteil von Schwarzmarkt geben. Der wird auch nicht komplett von heute auf morgen wegfallen. Das hängt so ein bisschen auch davon ab, wie die Preise sind. Bei Tabak kennen wir das ja auch. Ja? Bei Tabak gibt es einen Schwarzmarkt, weil die Tabakpreise relativ hoch sind. Dann gibt es sozusagen dubiose Anbieter, die über den Schwarzmarkt zollfrei etc. Tabak vertickern. Genau, so, aber Alkohol hast du es halt nicht. Bei Alkohol hast du keinen Schwarzmarkt, also kaum einen Schwarzmarkt, der mir bekannt wäre, weil Alkohol halt so unfassbar billig ist. Was sozusagen, finde ich, auch ein Argument ist, wenn Leute kommen und sagen, du bist jetzt Alkohol extrem verteuert wie in Schweden, ja, dann hättest du nämlich auch hier wahrscheinlich einen Schwarzmarkt für Alkohol, weil irgendwelche Leute anfangen, in ihrer Badewanne Schnaps herzustellen. So, und insofern muss man das, glaube ich, wenn man das vernünftig anpackt, dann, glaube ich, funktioniert es auch. Naja, gut, also ich meine, wir wissen natürlich einiges darüber insgesamt und insofern bezieht sich der Vergleich auch nicht nur auf Cannabis und Alkohol, sondern auch auf Alkohol und alle anderen BTMG-Substanzen. Es gibt einen berühmten Toxikologen und Suchtmediziner, David Nutt, der hat mal versucht, das in so ein Ranking zu bringen. Mhm. Von 1 bis 20, also all das, was am Markt ist, von den Pilzen bis hin zu Heroin, bis hin zu MDMA. Und hat versucht, sozusagen die Schädlichkeitspotenziale in eine Liste zu bringen. Und zwar sowohl die individuellen Risiken als auch die gesellschaftlichen Kosten, die damit verbunden sind. Und die gefährlichste Droge unter allen Gesichtspunkten ist Alkohol. An erster Stelle in allen Untersuchungen, was das Suchtpotenzial angeht, was die individuellen Risiken einer gesundheitlichen Schädigung angeht, was die Abhängigkeit angeht und was die gesellschaftlichen Kosten im Umgang damit angeht, was natürlich auch zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass wir so unglaublich viele haben, die Alkohol konsumieren. An der zweiten Stelle ist Heroin, an der dritten Stelle ist Crack, aber mit deutlichem Abstand. Also insofern bleibt die Aussage, dass wir eine Droge legal zur Verfügung haben, die nach allen Erkenntnissen, die wir haben, die gefährlichste Droge ist und in der Gefährlichkeit nur nachrangige Substanzen kriminalisiert haben und ich sage mal noch aus bestimmten historischen Gründen kriminalisiert haben, nicht aufgrund einer wissenschaftlichen Begutachtung, welche Gefahren sind mit dem Konsum eines bestimmten Wirkstoffes verbunden. Ja, also das hat jetzt eigentlich weniger mit der Legalisierung zu tun, weil die Frage, die dort gestellt wurde, schon beantwortet. Aber es geht um den medizinischen Bereich. Und zwar
machen kann. Was ist da jetzt der Angebot? Gibt es da konkret irgendwelche Sachen, die eingegangen werden, um verbessert zu werden? Also ich sehe da derzeit ehrlich gesagt nichts. Es ist Cannabis, also ich muss vielleicht mal kurz ausführen, Cannabis als Medizingesetz 2016 eingeführt, also vor 4 Jahren, hat ermöglicht, dass schwerkranke Patienten Cannabis als Medizin von ihrem Arzt verschrieben bekommen. Sowohl gibt es als Privatrezept als auch Kassenrezept sozusagen. Bei dem Kassenrezept muss es eine Genehmigung durch die Krankenkasse vorab geben, was ein großes Problem ist, weil viele Krankenkassen, also wir gehen von ungefähr 30 bis 40% Ablehnungsrate der Krankenkassen aus. Wir haben große Probleme. Deutschland baut bis heute kein Cannabis selber an für den medizinischen Gebrauch. Auch ein großes Problem, weil wir Lieferengpässe haben. Also du kriegst ein Rezept vom Arzt, kannst es nicht bei der Apotheke einlösen. Und das dritte große Problem sind die Kosten. Also wir sind bei der Apotheke bei ungefähr meines Wissens 20 € pro Gramm, was wirklich teuer ist. Einerseits für die Krankenkassen natürlich, weil die müssen es ja zahlen bei den Kassenrezepten. Das treibt die Kosten bei den Kassen hoch, aber vor allem auch bei den Privatrezepten. Also wenn Leute das bezahlen müssen, 20 €, dann gehen die natürlich immer auf den schwarzen Markt und kaufen das für 7, 8 €. Ja? Also das ist sozusagen ein großes Problem. Und die Kosten sind auch so hoch, weil zum Beispiel die Apotheken theoretisch jedes Gramm Gras sozusagen prüfen müssen, ja, unter Mikroskop. Und wir haben als Linke einen Antrag im Bundestag eingebracht, wo wir gefordert haben, diese Prüfung durch die Krankenkassen abzuschaffen. Dass die Krankenkassen das eben nicht mehr prüfen, sondern dass, wenn ein Arzt Cannabis verschreibt, das Rezept gilt. Das wäre aus unserer Sicht eine mögliche Lösung, an das Problem ranzugehen, sehen andere auch teilweise anders, weil die dann sagen, naja, dann sind die Ärzte möglicherweise in der Haftung da drin. Das ist ein sehr kompliziertes Thema, aber leider sozusagen der Gesetzgeber selbst, sozusagen die Bundesregierung jetzt ausführen, als Exekutive sozusagen, die guckt sich das halt immer noch an. Ja? Also es gibt bisher, es gibt auch regelmäßig kleine Anfragen im Bundestag von uns, von den Grünen, von der FDP zu dem Thema. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass die Bundesregierung sich überhaupt nicht für das Thema interessiert. Soweit würde ich nicht gehen, sondern sie haben ja auch ausgeschrieben, also das BfArM hat ausgeschrieben. Da ist auch viel Schlampigkeit gelaufen und so. Eigenes Thema, wie gesagt, eigentlich sollte Ende des Jahres angebaut, also sollte die erste Ernte sein. Ich habe schon vor Monaten von Experten gehört, es wird nicht funktionieren. Ich habe die Bundesregierung gefragt, die haben sie versichert, wird funktionieren. Dann haben sie bei den Grünen 3 Monate später geantwortet, es wird doch nichts. Aber das hatten schon sozusagen die Spatzen von den Dächern gerufen. Aber ich sehe auf jeden Fall sehr viel Änderungsbedarf an diesem, sehr viel ist vielleicht übertrieben, aber ich sehe ein paar Punkte, die geändert werden müssen. Weg mit der Prüfung durch die Krankenkassen. Bis natürlich eine Regelung finden, dass die Ärzte da nicht in die Haftung kommen. Könnte man ja überlegen, dass die Ärzte zum Beispiel, damit sie verschreiben dürfen, Nachweis erbringen müssen, dass sie eine Schulung dazu besucht haben. Ja, sozusagen, wenn der Arzt eine Schulung zum Thema Cannabis als Medizin besucht hat, dann sozusagen darf er auch verschreiben. So, dann könnten sie auch nicht mehr in die Haftung so leicht kommen. Das wäre sozusagen, also der Regress kommen. Hab mir von Ärzten sagen lassen, das ist das schlimmste Wort, das sie kennen, ist Regress. Ja, ich bin kein Arzt, aber das Ding ist, sie sind trotzdem nicht raus aus dem Regress, auch nicht in der jetzigen Regelung, weil sozusagen die Genehmigung der Krankenkasse, Cannabis als Medizin, ist keine, das steht in diesem Bescheiden wohl drin, nicht, dass die Ärzte dadurch aus dem Regress raus sind. Ja, also insofern, das habe ich denen auch nochmal versucht zu vermitteln, dass das noch lange nicht heißt, dass ihr raus seid. Insofern hilft das auch nicht so viel. Und das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt wäre tatsächlich, die Prüfung durch die Apotheken abzuschaffen. Also wenn wir ein ich habe mal mit einem Cannabis-Hersteller aus Kanada geredet, und der sagte mir, bei ihm gehen die Dosen sozusagen für 5 Kanadische Dollar raus pro Gramm. Also sozusagen, er gibt es ab für 5 Kanadische Dollar pro Gramm an den Lieferanten sozusagen, der es nach Deutschland importiert. Hier kommen wir bei 20 € aus der Apotheke. Der meinte auch, das ist nicht logisch. Das ist sozusagen, dass man die ganzen Kosten nimmt, die da mit Lieferung und Dings in der Apotheke sind, hat das keine Logik. Das ist sich sozusagen mehr als vervierfacht, der Preis am Ende in der deutschen Apotheke. Und das hat viel mit dieser Prüfung durch die Apotheken zu tun. Ich sei jetzt depressiv, ich würde ganz wahrscheinlich dann von
Psychotherapeut oder was weiß ich, antidepressiva verschrieben bekommt. Also wie eine Welt würde sich süchtig machen. Kann das nicht in Deutschland nicht unbedingt erstmal umgeändert werden? Es gibt halt, das Problem bei Cannabis. Ja, das Problem bei Cannabis ist halt, also normalerweise, also es ist so, wenn ein Medikament auf den Markt kommt, muss es bestimmte Studien durchlaufen. So, es gibt da 4 Phasen und so weiter. Bei Corona hat man es ja immer wieder mal gehört, sozusagen, wie die Phasen sind. So, und das gibt es bei Cannabis halt nicht. Es gibt nicht sozusagen also es gibt natürlich Erfahrungswerte, es gibt, ich meine, seit Jahrtausenden ist es ja eine Medizin. Ich habe übrigens letztens gelesen, dass man vor kurzem eine 3.500 Jahre alte Bong in China gefunden hat. Also die haben auch schon sozusagen zum Genuss gekippt vor 3.500 Jahren, nicht um Papier herzustellen oder so. Genau, aber es gibt halt diese Studien nicht. So, und es gibt sozusagen eine Regelung in dem Gesetz, Cannabis als Medizingesetz, dass eine Begleitstudie stattfindet, also dass sozusagen Ärzte, die es verschreiben, ja, die Diagnose aufschreiben und das wird sozusagen erfasst und daraus kann man dann was ableiten. Also trotzdem ist es natürlich ein Stück weit alles merkwürdig, muss man sagen, weil man von einem Suchtmediziner gehört, der sagte, er kann härteste Opiate verschreiben, das kontrolliert keiner, aber er kann nicht Cannabis verschreiben, einfach so, also man muss Genehmigung kriegen. So, und dann sagen natürlich auch viele Ärzte, ich habe keinen Bock auf die Verwaltungsarbeit. Ist ja viel Aufwand für die. Die müssen eine Begründung schreiben. Dann kriegen sie einen Widerspruch, dann müssen sie nochmal, also dann müssen, kriegen sie eine Ablehnung, dann müssen sie einen Widerspruch machen. Dann haben die alle keine Lust drauf, die Ärzte. Es gibt sehr wenig Ärzte, die das verschreiben. Ja? Das ist ein krasser bürokratischer Aufwand. Und man muss, glaube ich, schon sagen, also ich finde es auch problematisch, dass es nur auf schwere, also das heißt ja nicht nur schwere Erkrankungen, du musst austherapiert sein. Das heißt, eigentlich muss der Arzt vorher alles ausprobiert haben, um dann zum Schluss zu kommen, okay, jetzt machen wir Cannabis als Medizin. So, ja? Und sicherlich wird das nicht in der Praxis jeder Arzt so streng handhaben und sagen, ich werde erstmal alle 30 anderen Medikamente ausprobieren, die es gibt. Aber die gesetzliche Regelung ist schon relativ streng und es wäre halt schon sinnvoll, wenn man da ein bisschen runtergeht, ja, also dass man zum Beispiel sagt, okay, wir haben jetzt das Gesetz eine Weile, man könnte ja sagen, zumindest für die Sachen, wo es jetzt am meisten verschrieben wird, für die 3 oder 4 Sachen, wäre es sozusagen eine Standardverschreibung, wo man dann nicht mehr die anderen Voraussetzungen erfüllen müsste. Ja, vielen Dank. Ich habe noch eine Frage über das Internet, die können Sie irgendwo sehen. Da sollte jetzt eigentlich stehen, ist Product oder Nikotin für euch eine Einstiegsdroge und Alkohol auch? Wir hatten das Thema eigentlich schon, also der Begriff der Einstiegsdroge, nicht nur bezogen auf Cannabis und dann weitere Folgerungen, ist wissenschaftlich eigentlich widerlegt. Das sind sehr individuelle Verhaltensentscheidungsmuster, die da eine Rolle spielen. Es hat sehr viel damit zu tun, in welchen sozialen Gruppen ich Umgang habe, ob das Kiffen oder der Alkoholkonsum so zum Beispiel zur Kultur mitgehört. Aber eine medizinische, eine biologische Folge von einer bestimmten Drogensorte zu einer anderen umzusteigen, gibt es an keiner Stelle. Ja, wir haben ja schon so viel gesagt heute Abend. Also es gibt schlicht kein logisches Argument, Cannabis zu verbieten. Wir haben, also das Verbot wirkt auch nicht. Also wir haben, also ich meine, ein strafrechtliches Verbot, was nicht funktioniert, ja, also erkennbar nicht funktioniert, sondern wir haben ja steigende Zahlen, ist ein Verbot, das gesellschaftlich nicht akzeptiert wird. Und dann muss eben auch der Staat überlegen, ob die gesellschaftlichen Wünsche sich so verändert haben, dass man sagt, okay, wir müssen weg von diesem Verbot, das ist nicht mehr zeitgemäß. Genau, also das ist sozusagen diese Wirkungslosigkeit sozusagen auch einzusehen. Ich habe ja, wir haben ja letztens im Gesundheitsausschuss das Thema Cannabis nochmal gehabt, anhand des Antrags der Grünen. Wir hatten es vorher mal mit Daniela Ludwig schon mal gehabt und wir hatten es vorher anhand des Antrags der Linken. Und immer noch fällt tatsächlich oft das Argument, wir brauchen das Verbot, damit verhindert wird, dass Menschen kiffen. Und das ist so das absurdeste Argument, was man wirklich nennen kann. Ja? Das absurdeste Argument.
Also bei bis zu 4 Millionen Menschen. Ich habe ja dem Kollegen Pilsiger von der CSU angeboten, dass wir mal eine Drogentour machen durch Deutschland, also durch ein paar Städte zusammenfahren und ich ihm mal zeige, wie leicht man an Cannabis rankommt. Er hat auch gesagt, er macht's. Insofern, sobald Corona vorbei ist und falls ich dann noch im Bundestag bin und Corona vorbei ist, ich höre ja nächstes Jahr auf, aber das ist ja noch bis September. Genau, würde ich mich sehr freuen, so eine Drogentour mit einem CSU-Politiker zu machen. Das finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Und demnächst, das ist vielleicht auch nochmal eine Info, dass mal gucken, ob es klappt, wird es wahrscheinlich vom ZDF, aber das ist nur für ZDF Online, ZDF Mediathek, die machen so eine Reihe immer mit 13 Fragen. Da sind sozusagen 3 Leute auf der einen Seite und 3 auf der anderen. Und die sollen sich aufeinander zubewegen zu einem Kompromiss. Die haben das jetzt letztens gemacht zum Thema Veganismus, Tierschutz und auch schon zu anderen Themen gemacht. Und sie wollen es im November zum Thema Drogen, also Cannabis machen. Redakteurin sagte mir auf der Seite sozusagen der Legalisierungsbefürworter, gar kein Problem, gibt es viele gute Leute. Ich glaube, dich haben sie auch gefragt, hat sie mir verraten. Genau. Aber er sagt, auf der Seite der Verbotsbefürworter findet man niemanden, der freiwillig sich dahin stellt. Es gibt auch niemanden. Die trauen sich nicht. Sie haben keine Argumente. Sie trauen sich nicht. Ja, genau. Nicht mal die härtesten CSU-Politiker trauen sich da ins Studio. Das finde ich schon echt erbärmlich. Ja gut, zu Herrn Pilsinger fällt mir auch noch was ein, wenn ich auch noch ein kurzes Statement machen darf. CSU-Angehöriger, drogenpolitischer Sprecher. Manchmal ist es so, dass man gerade mit CSU-Politikern am besten dann über die Gefährlichkeit von Cannabis diskutieren kann, wenn sie 3 halbe Liter Bier getrunken haben. Das zeigt also, dass dieser Mythos, wir sind ja auf der guten Seite, die anderen sind sozusagen die Bösen, immer noch sehr wirkmächtig ist. Und wir müssen was tun, weil ich finde, es gibt kein Rechtsgebiet in Deutschland, wo jährlich 50.000 Leute verurteilt werden, ohne dass sie irgendjemanden Drittes durch ihr Tun schädigen, sondern nur in Extremfällen sich selbst. Das ist absolut systemwidrig im deutschen Strafrecht. Genau. Und deshalb wird es höchste Zeit, diesen aus der Sicht der Verurteilten mit all den negativen Konsequenzen, die damit verbunden sind, Genüge zu tun, diesen Zustand zu beenden. Ja, ich hoffe, dass wir alle gemeinsam daran einfach in Zukunft noch arbeiten und da Okay, danke.